Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich begrüße Sie zur Vorlesung, in deren Mittelpunkt heute der göttliche Aristoteles stehen wird, wie Proklos ihn nannte. Auch hier gibt es natürlich unzählige Einführungen in seine Philosophie, aber auch hier können es wohl niemals genug sein. Beginnen wir auch bei Aristoteles mit ein paar prominenten Einschätzungen, die uns einen ersten Eindruck über die Bandbreite der Aristoteles-Bilder vermitteln und zeigen, wie unterschiedlich Person und Werk in ihrer ungebrochenen Wirkungsgeschichte bis heute rezipiert wurden. Von Thomas Hobbes, dem englischen Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosophen, der ihn wohl allen durch sein Hauptwerk, den Leviathan, bekannt sein dürfte, wird der folgende Ausspruch überliefert. I have heard him, that is Hobbes, say that Aristotle was the worst teacher that ever was, the worst politician and teacher of ethics, a country fellow that could live in the world would be as good. But his rhetoric and discourse of animals was rare. Hobbes glaubte sich bekannterweise vor allem im Besitz einer besseren und realistischeren Anthropologie als der des Aristoteles, wenn er den Naturzustand des Menschen als bellum omnium in omnes bezeichnet. Hobbes zufolge leben die Menschen im Naturzustand in gegenseitiger Furcht und haben den maliziösen Willen, sich wechselseitig zu kujonieren. Die Menschen sind also von Natur aus schlechthin keine politischen Wesen, Menschen sind Konfliktwesen, was Hobbes zufolge drei primäre Konfliktursachen hat: Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht. Aristoteles bestimmt den Menschen hingegen als ein von Natur aus politisches Lebewesen. Gegen Anfang seiner Politik erscheint diese Bestimmung in Verbindung mit drei weiteren Behauptungen, nämlich, dass die Polis eine vollkommene, dass sie eine natürliche Gemeinschaft sei und dass sie deshalb als von Natur aus früher denn das Haus und die Individuen zu gelten habe. Wie Ottfried Höffe schreibt, blieben diese irgendwie gar nicht überzeugenden Behauptungen jahrhundertelang widerspruchslos anerkannt, bis sie bei Hobbes auf eine scharfe und wirkungsgeschichtlich wesentlich überzeugendere Kritik stießen. Nicolas Malebranche, französischer Philosoph und Oratorianer, sieht das Ganze etwas anders. In seinem Hauptwerk schreibt er, wer irgendeine Wahrheit erkennt, muss bis heute noch zeigen, dass schon Aristoteles sie gesehen hat. Und wenn Aristoteles ihr entgegensteht, wird die Entdeckung falsch sein. Noch ein paar Worte zu Malebranche selbst. Malebranche hatte Platon, Aristoteles und Augustinus studiert und war später mit der Lehre Descartes in Berührung gekommen. In seinen beiden Hauptwerken, der Erforschung der Wahrheit und der Abhandlung von der Natur und der Gnade, bemühte er sich primär um eine Synthese kartesianischer und theologischer Ideen. Er ist unter anderem als Vertreter des Okkasionalismus bekannt. Bereits Leibniz, mit dem Malebranche in Kontakt stand, hatte im Gegensatz zu Descartes' interaktionistischem Dualismus die Wechselwirkung zwischen res cogitans und res extensa, also zwischen Geist und Körper, abgelehnt und den psychophysischen Parallelismus auf eine durch Gott prästabilierte Harmonie zurückgeführt, in der die Parallelität von Körper und Geist der exakten Synchronizität zweier Uhren vergleichbar ist. Der flämisch-niederländische Theologe, Logiker und Philosoph Arnold Schoellings gilt neben Malebranche als Hauptvertreter des Okkasionalismus, der Gott eben als Vermittlungsinstanz zwischen körperlichen und geistigen Ereignissen postuliert. Neben dem Okkasionalismus gilt Malebranche auch als Vertreter des sogenannten Ontologismus, der auf Vincenzo Gioberti zurückgeht. Der Ontologismus legt dem Menschen eine unmittelbare Erkenntnis, Intuition und Anschauung des göttlichen Seins und Wesens bei. Nach Josef Kleutgen stimmen die Ontologisten in insgesamt drei Sätzen überein. Erstens, Gott als das vollkommene Sein ist unserem Geiste stets gegenwärtig und wird von ihm ohne irgendeine vermittelnde Vorstellung oder Idee durch intellektuelle Anschauung erkannt. Zweitens, weil alle ewigen und unwandelbaren Wahrheiten mit Gott eines und dasselbe eins sind, so erkennen wir auch das vollkommene Sein schauend in ihm alle diese Wahrheiten in durchaus unmittelbarer Weise. Drittens, Gott als Inbegriff aller ewigen Wahrheiten ist das Licht unseres Geistes, ohne welches wir durch die Vernunft durchaus nichts erkennen. Als zentraler Vertreter einer ontologistischen Position gilt neben Gioberti und Malebranche vor allem Antonio Rosmini. Aus dogmatischer Sicht wird dem Ontologismus unter anderem die Vergötterung der Vernunft als einziger Wahrheitsquelle, der Hang zum Pantheismus und die Verwechslung des abstrakten Seins, des Esse Universale, mit dem göttlichen Sein, dem Esse Infinitum, vorgeworfen. Mir persönlich war der Ontologismus hingegen schon immer äußerst sympathisch. Der Mann mit der Kochhaube bedarf wohl keiner näheren Vorstellung. Früher repräsentierte die Anzahl der Falten übrigens, wie viele Rezepte ein Koch beherrschte.
Ein Koch mit 100 Falten kannte also 100 verschiedene Möglichkeiten, ein Ei oder ein Huhn zuzubereiten. Wir können also davon ausgehen, dass Hegel mindestens 8 Möglichkeiten kannte, ein Ei zu servieren. Fragen Sie sich einmal selbst, kennen Sie 8 Möglichkeiten, ein Ei zuzubereiten? Sie können ein Ei kochen, braten, backen oder pochieren. Sie können Rührei oder Omelette, Frittatas oder Quiche zubereiten. Aber zurück zu Aristoteles. Über den sagte Hegel in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie Folgendes: Aristoteles ist eines der reichsten und umfassendsten, tiefsten wissenschaftlichen Genies, die je erschienen sind. Ein Mann, dem keine Zeit ein Gleiches an die Seite zu stellen hat. Aristoteles ist der würdigste unter den Alten, studiert zu werden. Bekannt ist auch, dass Hegel seine Enzyklopädie kommentarlos mit einem Aristoteles-Zitat zum sich selbst denkenden Denken des unbewegten Bewegers beschließt. Dazu später mehr. Charles Darwin ist natürlich vor allem bekannt für sein 1881 erschienenes Werk über die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer, indem er die Nützlichkeit von Regenwürmern für den Ackerbau nachwies und damit mit dem jahrhundertealten Vorurteil aufräumte, Regenwürmer seien Schädlinge. Nebenbei soll er auch noch eine Evolutionstheorie als Theorie der Anpassung an den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion entwickelt haben, womit er die phylogenetische Entwicklung aller Organismen und ihre Aufspaltung in verschiedene Arten erklärte. Er schreibt in einem Brief: Linnaeus and Cuvier have been my two gods, though in very different ways, but they were mere schoolboys to old Aristotle. Carl von Linné war übrigens ein schwedischer Naturforscher, der die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie schuf. Georges Cuvier war französischer Naturforscher und Mitbegründer der Zoologie als vergleichende Anatomie. Auch heute noch sind eher Urteile wie das folgende von Ottfried Höffe die Regel, der schreibt, dass die Philosophie des Aristoteles hinsichtlich thematischer Weite, phänomenalen Reichtums, begrifflicher Schärfe und spekulativer Kraft kaum ihresgleichen finde. Weniger häufig finden sich dagegen kritische Urteile. Singulär ist vielleicht sogar die folgende sympathische Ansicht Hans-Peter Sturms, der schreibt: Durch den geringen Abstand, den nicht wenige Aristoteles-Forscher zu dessen Lehren haben, sehen sie meist nicht, dass das, was jener als Lösung der vermeintlichen Schwierigkeiten, Ungereimtheiten und Fehler von Platon ausgibt und was den Erkenntnisfortschritt über diesen hinaus ausmache, nichts als noch gravierendere Aporien, Paradoxien und Widersprüche sind, die dem Normalmenschen, auch dem wissenschaftlich Gebildeten, nur nicht so sehr auffallen, weil die aristotelische Philosophie dem Alltagsrealismus und Empirismus näher steht als die platonische, ja diesen erst ausbildete. Ich werde Sturms Aristoteles-Kritik noch eingehend würdigen. Die Vorlesung gliedert sich in insgesamt 6 Teile. In einem ersten Schritt möchte ich Ihnen wie bereits bei Platon etwas zur historischen Situation zur Zeit des Aristoteles sagen und dann erneut anekdotisch auf seine Biografie eingehen. Im Anschluss daran werde ich kurz etwas über sein Werk, also zu Fragen der Vollständigkeit, der Überlieferung, der Authentizität und Chronologie seiner Schriften sagen. In einem dritten Teil wenden wir uns dann einer einzelnen Schrift, der Metaphysik des Aristoteles, zu. Ich möchte hier inhaltlich unter Punkt 4, 5 und 6 vor allem 3 Aspekte der aristotelischen Metaphysik eingehend erörtern. Einmal den im ersten Kapitel der Metaphysik entwickelten Philosophiebegriff und die daran anschließende Frage nach der Möglichkeit einer Erkenntnis der ersten Prinzipien unseres Wissens, sodann die Lehre von der Noesis Noesos, der Geisteinsicht des unbewegt Bewegenden. Beginnen wir also mit einigen Ausführungen zum historischen Hintergrund und der Biografie des Aristoteles. So einfach wie Heidegger wollen wir es uns also nicht machen. Bekannt ist sein legendärer Ausspruch in seiner Vorlesung über die Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie aus dem Sommersemester 1924, also kurz bevor er sich an seine 18-jährigen jüdischen Studentin Hannah Arendt zu schaffen machte. In der Vorlesung handelt Heidegger die Vita des Denkers mit folgenden Worten ab: Er war dann und dann geboren, er arbeitete und starb. Während Platon 428 oder 27 vor Christus geboren wurde, also zur Zeit des Peloponnesischen Krieges, wurde Aristoteles 384 vor Christus, also kurz nach dem Korinthischen Krieg, geboren, der mit dem sogenannten Königsfrieden beendet worden war. Im Korinthischen Krieg hatten Argos, Athen, Theben und Korinth erfolglos gegen Sparta gekämpft. Grund waren die enttäuschten Bundesgenossen Spartas, Theben und Korinth, die sich nach dem Ende des Peloponnesischen Krieges übergangen fühlten und sich kurzerhand mit den ehemaligen Feinden Spartas, Athen und Argos, gegen Sparta verbündeten. Der Krieg endete dann durch das Eingreifen Persiens, mit dem Sparta kurz zuvor noch im spartanisch-persischen Krieg Umgang gepflegt hatte, zugunsten Spartas.
Athen musste, wie zu Ende des Peloponnesischen Krieges, mal wieder die Friedensbedingungen annehmen, die diesmal von Persien diktiert wurden. Der Königsfrieden war daher ein persischer Diktatfrieden. Ein paar Jahre später begründete Athen dann den Attischen Seebund neu. Maßgebliches Motiv war Detlef Lotz zufolge diesmal die Beseitigung der spartanischen Vormachtstellung, während man in Bezug auf Persien betont auf Interessenausgleich setzte. In der Schlacht bei Leuktra im Jahre 371 v. Chr. Wurde das spartanische Heer dann von den Thebanern vernichtend geschlagen, sodass Theben für das Folgejahrzehnt die Vormachtstellung übernahm. Im Jahre 359 v. Chr. Bestieg dann Philipp II. Den Thron von Makedonien im Norden Griechenlands. Die Makedonen wurden von den Athenern aufgrund ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Andersheit überwiegend als barbarisch, bestenfalls als archaisch betrachtet. Sie hatten im Gegensatz zu den Griechen keine städtische Kultur, dafür aber noch eine monarchische Staatsform, die ebenfalls als barbarisch betrachtet wurde. Philipp II. Schaffte es durch eine Vielzahl von Zusagen, Tributen, Bestechungen und militärischen Aktionen, das geschwächte Königreich und das bis zu diesem Zeitpunkt unbedeutende Makedonien nicht nur zu stabilisieren, sondern dessen Machtbereich sogar auszuweiten. Neben der Eliminierung anderer Thronprätendanten widmete er sich in der Folge vor allem einer Heeresreform, die neben seinem diplomatischen Geschick für die kommenden militärischen Erfolge im Ausschlag geben werden sollte. Philipp schaffte es, das makedonische Heer zur schlagkräftigsten Armee seiner Zeit aufzurüsten und sein Königreich damit zu einem ernsthaften Machtfaktor zu machen. Erst 340 v. Chr. Kam es zur Bildung eines Abwehrbundes gegen die expansive Politik Philipps, der nach und nach immer mehr Gebiete erobert hatte. Die Athener erklärten Philipp dann den Krieg, vor allem aufgrund des Einflusses des Redners und Politikers Demosthenes, der mehrere Reden gegen die Politik Philipps gehalten hatte, die sogenannten Philippiker. Das alliierte griechische Heer Thebens, Athens und anderer Stadtstaaten unterlag dann 338 v. Chr. Aber dummerweise dem Heer Philipps, der das Bündnis 337 v. Chr. In den Korinthischen Bund zwang und damit das Ende der traditionellen Poliswelt besiegelte. Dem Bund gehörten alle griechischen Stadtstaaten außer Sparta an. Philipp kontrollierte den Bund natürlich und überzeugte ihn von einem Feldzug gegen das Perserreich. Angeblicher Grund: Rache. Xerxes hatte 140 Jahre zuvor gewütet. Wahrscheinlicher: mehr Macht, mehr Kohle, mehr Ego. Bevor Philipp zum Feldzug nach Persien aufbrechen konnte, wurde er 336 v. Chr. Dummerweise während der Hochzeit seiner Tochter Kleopatra von seinem Leibwächter ermordet und der 20-jährige Alexander ohne nennenswerten Widerstand zum neuen König der Makedonen erhoben. Mit Alexanders Regierungsübernahme endet endgültig das klassische Zeitalter Griechenlands. Sie markiert den Beginn des hellenistischen Zeitalters, das von 336 bis 30 v. Chr. Angesetzt wird. Der jugendliche Alexander begann dann erstmal damit, sein Zimmer aufzuräumen. Das heißt, er ließ in den ersten Tagen seiner Herrschaft Mitglieder des Hofstaates exekutieren, die das Gerücht gestreut hatten, Alexander habe etwas mit der Ermordung seines Vaters zu tun gehabt. Mutmaßungen über die Mitwissenschaft Alexanders oder sogar seine direkte Beteiligung an der Ermordung seines Vaters konnten meines Wissens aber niemals bestätigt werden. Es mussten dann noch diverse Erzfeinde zur Strecke gebracht werden, bevor man sich endlich der Eroberung und Unterwerfung anderer Länder zuwenden konnte. Ich zähle hier nur die wichtigsten Stationen dieser egomanischen Terrortour auf, mit der Alexander der Größenwahnsinnige zur persönlichen Erbauung eine Spur der Verwüstung durch die damalige Welt zog. Der Psychopath beginnt im heutigen Bulgarien und Rumänien mit der Niederschlagung einer thrakischen Revolte. Danach sind die Illyrer dran. Nach dem Balkanfeldzug ist Theben fällig, das sich zwischenzeitlich erhoben hatte. Bis auf die Tempel und das Wohnhaus des Dichters Pindars wird alles abgefackelt. Immerhin, er ist ein Kulturliebhaber. Randnotiz: 6.000 Bewohner sterben, die übrigen 30.000 werden in die Sklaverei verkauft. Danach beginnt Alexander seinen Persienfeldzug gegen Dareios III. Die einzelnen Scharmützel zähle ich hier nicht auf. Eine Stadt nach der anderen wird eingenommen, zwischendurch wird noch eine Tochter eines gegnerischen Herrschers klargemacht und man lässt Großzügigkeit gegenüber den besiegten Völkern walten, wie es euphemistisch in der Forschungsliteratur immer wieder heißt. Es geht um die schnöde real- und machtpolitische Einsicht Alexanders, dass man Aufstände im Rücken einer Eroberungstour schlecht gebrauchen kann. Das ursprüngliche Ziel des Persienfeldzugs, die Eroberung der Westküste Kleinasiens, ist schnell erreicht. Aber einmal am ersehnten Ziel angekommen, löst sich die innere Leere im Grund des Gemütes leider nicht auf, um einmal psychohistorisch zu sprechen. Was hilft? Natürlich noch mehr erobern, unterwerfen, versklaven, zerstören und morden. Ganz klar. Eine Stadt nach der anderen ergibt sich kampflos dem immer weiter drängenden Irren.
Es folgen weitere legendäre Schlachten und Siege. Man gründet ein paar Städte, erobert Gaza, gewinnt einen Seekrieg, besetzt Ägypten, erobert das persische Kernland, verfolgt Dareios, bis dieser in Baktrien ermordet wird. Den Mörder lässt man nun seinerseits mit der Unterstützung der persischen Adligen verfolgen. Jetzt ist es halt opportun, mit den Persern gemeinsam den Tod des einzigen Erzfeindes zu vergelten. Ich nenne hier einmal einige Kernmerkmale der psychopathischen Persönlichkeit. Erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl, betrügerisch-manipulatives Verhalten, Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein, Gefühlskälte, Mangel an Empathie, mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen, Stimulationsbedürfnis bzw. Erlebnishunger, ständiges Gefühl der Langeweile, parasitärer Lebensstil, Impulsivität, geringe Verhaltenskontrolle, polytrope Kriminalität, Promiskuität, viele kurzzeitige eheähnliche Beziehungen. Ich denke, wir können an diese kleine Auswahl von insgesamt 20 Kriterien zuversichtlich einen Haken setzen und mit jeweils 2 Punkten, das heißt volle Ausprägung, bewerten. Ab 25 von insgesamt 40 zu erreichenden Punkten wird übrigens ein hoher Psychopathiewert konstatiert. Aber nehmen wir wieder die Blutspur Alexanders auf, die von Sogdien über Baktrien bis nach Indien führt. Die Interaktion zwischen Hellenismus und Buddhismus begann also allerspätestens mit Alexander, der 326 v. Chr. Den Indus überquert. Einzelheiten dieser Begegnung und eine kritische Diskussion der Synkretismus-These, die besagt, dass sich zentrale Elemente des Mahayana-Buddhismus aus einem Kontakt mit anderen Kulturen, eben der hellenischen, verdanken, habe ich in meiner Buddhismus-Vorlesung ausführlich diskutiert. Alexander wurde in Indien bekanntlich zur Umkehr gezwungen. Auf dem Rückweg nach Persien gab es noch eine kleine Massenhochzeit, bei der 10.000 persische Frauen mit Soldaten verheiratet wurden. Für Alexander eine Notwendigkeit, um das Zusammenwachsen von Persern und Makedonen, Griechen, weiter voranzutreiben. Er selbst gönnte sich in diesem Zusammenhang auch noch 2 weitere Frauen. Erwähnenswert ist noch, dass Alexander 324 v. Chr. Bei den Olympischen Spielen das sogenannte Verbandendekret verkünden ließ, das den sofortigen Straferlass aller griechischen Verbanden mit Ausnahme der wegen Mordes oder Sakrileg Verurteilten beinhaltete. Das stellte natürlich einen massiven Eingriff in die Autonomie der Städte dar und bildete letztlich den Anlass dafür, dass sich Athen und mehrere andere Städte nach dem Tod Alexanders im sogenannten Lamischen Krieg gegen die makedonische Herrschaft erfolglos erhoben, der in demselben Jahr endete, in dem Aristoteles starb. Alexander war 323 v. Chr. Nach Babylon zurückgekehrt. Möglicherweise plante er die Einnahme der arabischen Halbinsel und die anschließende Eroberung des westlichen Mittelmeerraumes mit Karthago. Massives Pokulieren, einige Kriegsverletzungen und andere Ursachen führten dann wohl dazu, dass er an Fieber erkrankte und am 10. Juni des Jahres endlich starb. Auch die Lebenszeit des Aristoteles ist also wie die des Platon ziemlich ereignisreich gewesen. Über Aristoteles selbst gibt es eine reiche antike biografische Literatur, die allerdings zum Teil verloren ist. Vieles bleibt hypothetisch, obschon sich sein Leben einigermaßen gut rekonstruieren lässt. Er wurde im Jahr 384 v. Chr. In Stagira geboren, einer kleinen Stadtrepublik im makedonischen Nordosten Griechenlands. Sein Vater Nikomachos war Arzt im Dienste des Großvaters Alexanders im benachbarten Makedonien. Seine Mutter stammte ebenfalls aus einer Arztfamilie. Der Vater starb früh und sein Schwager wurde zum Vormund bestimmt. Aus Diogenes Laertios Biografie können wir eine nicht wirklich wohlwollende Darstellung des Philosophen entnehmen. Der schreibt über Aristoteles, Zitat, er stieß beim Sprechen mit der Zunge etwas an, auch war er schwach auf den Beinen und kleinäugig, er kleidete sich aber stattlich und ließ es an Fingerringen und Haarpflege nicht fehlen. Wie es auch um das Styling des Aristoteles bestellt gewesen sein mag. Er geht bereits im Alter von 17 Jahren nach Athen, um der Platonischen Akademie beizutreten. Platon weilt zu dieser Zeit in Sizilien. In die Diskussion um Platons Lehre griff er wohl bereits nach kurzer Schülerzeit selbst mit konkurrierenden Ansichten ein, indem er Dialoge verfasste und eigene Vorlesungen in einem Hörsaal hielt, der seinen Schriften zufolge über eine Tafel verschiedene Geräte und 2 Wandgemälde mit der Darstellung von Sokrates und Kallias in der Szene Protagoras sowie astronomische Tafeln verfügte. Von den 19 Dialogen des Aristoteles, deren Titel bekannt sind, sind nur Reste überliefert. Die Manuskripte der Vorlesungen stellen die erhaltenen Lehrschriften, die sogenannten Pragmatien, dar. Aristoteles gerät während seines ersten Athenaufenthaltes zudem unter den Einfluss der Rhetorik, genauer der Rhetorenschule des mit Platon konkurrierenden Isokrates.
Während dieser Zeit soll Aristoteles die seit dem 6. Jahrhundert nach Christus als Organon zusammengefassten logischen Schriften, sodann die ersten Entwürfe der Physik, der Metaphysik, der Ethik und Rhetorik sowie den größten Teil der Dialoge verfasst und mit der Anlage umfangreicher Materialsammlungen begonnen haben. Über das Verhältnis zum Meister Platon, der fast 45 Jahre älter war und im Gegensatz zu Aristoteles aus der Hocharistokratie stammte, ist kaum etwas Sicheres bekannt. Man liest von persönlicher Freundschaft, aber auch von Undankbarkeit gegen den Lehrer oder negativen Eigenschaften, die Platon abgestoßen haben sollen, wie vorlaute Geschwätzigkeit. Einem Bericht zufolge soll es auch zu einem offenen Konflikt zwischen beiden gekommen sein. Aus dem Werk des Aristoteles spricht eher so etwas wie eine persönliche Ehrfurcht gegenüber Platon. Wie dem auch sei, das Verhältnis wird angesichts der Positionen, die Aristoteles bereits zu dieser Zeit vertreten hat, wohl nicht konfliktfrei gewesen sein. Die Platonkritik in der Ethik hebt beispielsweise folgendermaßen an. Freilich widerstrebt uns eine solche Untersuchung, da es Freunde waren, die die Ideen eingeführt haben. Es dürfte aber zur Rettung der Wahrheit geboten sein, die eigenen Empfindungen nicht zu schonen, zumal wir Philosophen sind. Als Platon starb, war Speusipp über 60 Jahre alt, Xenokrates nahezu 50 und Aristoteles 37 Jahre alt. Wie Helmut Flaschard schreibt, verließ Aristoteles wohl erst nach dem Tode Platons Athen, vielleicht im Mai des Jahres 347 vor Christus. Nicht, weil er als Leiter der Akademie übergangen worden war und Speusipp die Nachfolge Platons angetreten hatte, sondern aufgrund der politischen Situation. Aristoteles war pro-makedonisch gesinnt und das war, wie wir bereits wissen, zu dieser Zeit in Athen nicht besonders gern gesehen. Demosthenes hielt zu dieser Zeit seine antimakedonischen Philippika. Es wurde sogar behauptet, er sei makedonischer Geheimagent gewesen. Zudem war Aristoteles Metöke, das heißt, er war Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, besaß kein lokales Bürgerrecht und damit folglich auch keine politischen Mitwirkungsrechte. Da macht man sich vielleicht besser vom Acker und geht 12 Jahre auf Tour, die sogenannten Wanderjahre, die von 347 bis 335 bzw. 34 vor Christus angesetzt werden. Vielleicht durch Vermittlung seines Schwagers und einstigen Vormundes Proxenos folgt Aristoteles auf jeden Fall einer Einladung des Tyrannen Hermias nach Assos und heiratet dort dessen Schwester Pythias, mit der er 2 Kinder hat, die gleichnamige Tochter und den Sohn Nikomachos. Was im Einzelnen hier auch geschehen sein mag, die tendenziösen Berichte sind widersprüchlich. Hermias verschafft Aristoteles und anderen Akademikern in Assos auf jeden Fall die Möglichkeit zu wissenschaftlicher Arbeit und philosophischer Diskussion. Nach 2-jährigem Aufenthalt in Assos begibt sich Aristoteles dann 345-44 vor Christus nach Mytilene auf Lesbos. Hier beginnt die lebenslange Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Zoologie und Botanik, mit dem damals 25-jährigen Theophrastos. Es kommt dann wieder zu einem Ortswechsel von welthistorischem Format. Aristoteles wird von Philipp eingeladen, die Erziehung des damals 13-jährigen Alexander zu übernehmen. Ob Aristoteles zwischenzeitlich schon wieder in seiner Heimatstadt Stagira weilte, ist nicht klar. Was hier genau passierte, ist ebenfalls unklar. Die Legenden sind natürlich üppig. Als sicher gilt zumindest, dass Aristoteles Alexander den Zugang zur griechischen Kultur und Literatur im Ganzen eröffnet hat. Fernerhin gilt gesichert, dass Aristoteles für Alexander eine Abschrift der Ilias anfertigen ließ, die dieser auf seine Feldzüge mitnahm. Die erzieherische Tätigkeit währte auf jeden Fall nur 3 Jahre. In einem späteren Brief an seinen Freund Antipater, einen Feldherren Alexanders, mit dem Aristoteles freundschaftlich verbunden war und den er zum Vollstrecker seines Testamentes bestimmte, kritisierte er den Feldherren Alexander aber dafür, dass dieser von seinen Untergebenen Unterwerfungsgesten nach persischem Brauch einforderte. In Aristoteles makedonische Zeit fallen ferner 2 Ereignisse, die hier noch erwähnt werden sollen. Einmal wird Hermias von den Persern hingerichtet, in unserem Kontext relevanter ist aber wohl zweifelsohne der Tod des Speusippos. Es findet eine förmliche Scholarchenwahl statt, die zugunsten des Xenokrates ausgeht. Aristoteles kann aufgrund seiner Abwesenheit in Makedonien nicht gewählt werden. Im Jahre 338 vor Christus begibt sich Aristoteles dann nach Delphi, um mit seinem Großneffen Kallisthenes in den dortigen Archiven die Liste der Sieger in den Pythischen Spielen zusammenzustellen, die unter den panhellenischen Spielen nach jenen von Olympia wohl die bedeutendsten waren. Dem Mythos zufolge soll Apollon sie nach Erlegung des Drachen Python selbst eingesetzt haben. In der ältesten Fassung des Mythos tötet Apollon übrigens einen weiblichen Drachen. In dieser Fassung ist der Name des Drachen nicht Python, vielmehr wird der Name Python von dem in der Sonne verfaulenden Leichnam hergeleitet.
Auch bei Ovid entsteht der Python ja aus faulendem Schlamm und Schleim. Die Aufzeichnungen des Aristoteles geben nun einen Überblick über die Festlichkeiten. Die Spiele dauerten 6 bis 8 Tage und begannen mit einem heiligen Spiel, das den Sieg Apollons über Python darstellte. In einer feierlichen und glanzvollen Prozession wurde im Tempel des Apollons dann ein großes Festopfer dargebracht. Nach einem Festgelage begannen am 4. Tag die Spiele. Die Musik- und Schauspielwettbewerbe fanden im Theater, die athletischen Wettbewerbe im Stadion von Delphi statt. Die Wagenrennen wurden aufgrund der gebirgigen Lage Delphis in der nahen Ebene ausgetragen. Die musischen Disziplinen umfassten unter anderem eine Hymne an den Gott Apollon, das Flöten- und Kithara-Spiel mit und ohne Gesang. Fernerhin wurden Schauspiel-, Tanz- und Malwettbewerbe ausgetragen. Das dem Aristoteles für seine Arbeit verliehene Ehrendekret wurde bei dem antimakedonischen Aufruhr im Jahr 323 vor Christus auf jeden Fall wieder widerrufen. 394 nach Christus verbot Theodosius I., Kaiser von Rom und Byzanz, übrigens die Delphischen Spiele als heidnische Veranstaltung. Einmal mehr eine große Kulturleistung des Christentums. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus setzte sich in Delphi übrigens die Verehrung des Apollon gegenüber der Gaia-Verehrung durch und das Orakel entwickelte sich, für das Delphi wohl vor allem bekannt sein dürfte. Der Legende nach kam Apollon zu einer abgrundartigen Höhle in der Nähe von Delphi, die vom Python bewohnt wurde. Apollon tötete die Drachenschlange mit seinem Pfeil und eroberte auf diese Weise das Orakel, von dem Strabon schreibt, es sei eine in der Tiefe ausgehöhlte Grotte mit einer nicht sehr großen Öffnung, aus der ein begeisternder Dunst oder inspirierender Dampf, Pneuma Enthusiasticon, emporsteige. Der Dunst wird mit dem verwesenen Kadaver der getöteten Drachenschlange identifiziert, daher möglicherweise auch der Name Pythia, was von verrotten und zerfallen hergeleitet werden kann. Durch die amtierende Priesterin im Orakel, die total high ihre Weissagungen in Versen und Prosa verkündete, sprach also Apollon. Die Pythien mussten offenbar vorsätzlich sehr viele Kraterdämpfe inhalieren, denn den Quellen zufolge saß Fräulein Fäulnis auf einem hohen Dreifuß über dieser Erdspalte und atmete den ihr entweichenden Dunst ein. Einer anderen Deutung zufolge wird der Name des Pythons nicht mit Verwesung, sondern mit Tiefe in Verbindung gebracht, denn auch wenn Pythia die Priesterin der Sonne und des Lichtes, also Apollons, war, bezog sie ihre Inspiration doch aus der Nacht. In den Worten des ungarischen Essayisten Laszlo Földeni: Der Gott des oberen Lichts machte seinen Orakelspruch, indem er in das untere Dunkel hinabstieg. Die Griechen gründeten das Orakel dort, wo sich die Erde in Form einer Höhle öffnete, das Überirdische in sich aufnahm und das Unterirdische aus sich aussandte. Der Körper der Erde bekommt einen Riss. Eine Wunde tut sich auf, in der Höhe und Tiefe, Ost und West, Licht und Dunkel zusammentreffen. Ein Mittelpunkt, ein Nullpunkt, ein Origo, der Nabel. Der Omphalos, zu Deutsch Nabel, war ein Kultstein im Apollontempel in Delphi, der diesen Nabel der Welt markierte. Zum Abschluss noch eine weitere Darstellung von John Augustus Knapp aus Manly Palmer Halls Hauptwerk The Secret Teachings of All Ages. Hall, hier links zu sehen, war übrigens kanadischer Autor, Mystiker, Freimaurer und Gründer der 1934 gegründeten Philosophical Research Society. Zurück zu Aristoteles. Der kehrte nach Delphi in den Jahren 335-34 nach Athen zurück. Die Zerstörung Thebens, dem Zentrum der antimakedonischen Erhebung, durch Alexander hatte Demosthenes und den politischen Widerstand gegen die Makedonen praktisch ausgeschaltet und so war eine Rückkehr unter gewandelten politischen Bedingungen wieder möglich. Aristoteles kehrt allerdings nicht in die Akademie unter Xenokrates zurück, sondern nimmt seine Lehrtätigkeit im Lykeion, im Nordosten der Stadt, auf. Eine Schulgründung im juristischen Sinne erfolgt erst unter Theophrastus. Der Ausdruck Peripatos, was so viel wie Spaziergang, überdachte Galerie bzw. Wandel- und Diskussionshalle bedeutet, zur exklusiven Bezeichnung der aristotelischen Schule bzw. der Ausdruck Peripatetiker für deren Mitglieder, ist erst nach Theophrastus aufgekommen. Das Lykeion hatte seinen Namen übrigens von den Wolfskopfskulpturen, mit denen es geschmückt war. Theophrastus führt in seinem Testament als Hinterlassenschaft der Schule einen Garten, die Halle des Gymnasium Peripatos und Gebäude im Garten auf. Die Schule war ansonsten ähnlich strukturiert wie die Akademie. Wie die Testamente der ersten 4 Schulhäupter zeigen, konnte der Leiter der Schule über Sachvermögen, Bücher und so weiter frei verfügen. Neue Leiter wurden teils bestimmt, teils wurde ein Gremium benannt, das ein neues Schuloberhaupt wählen sollte. Man war hier offenbar flexibel und passte sich den gegenwärtigen Umständen an. Über die Größe der Schule gibt es natürlich keine genauen Angaben. Über Theophrastus wird berichtet, er soll zur Blütezeit der Schule 2000 Schüler gehabt haben. Die Kombination antiker Quellen ergibt folgende Sukzession der Scholarchen.
Auf Aristoteles folgte Theophrastos, dann Straton, Lykon und Ariston. Danach wird die Abfolge bereits unsicher. Andronikos von Rhodos war wohl der 10. oder 11. Leiter der Schule. Die Werke der Aristoteles nachfolgenden Peripatetiker sind bis auf einige Fragmente und mit Ausnahme einiger Schriften des Theophrastos und des Aristoxenos sowie von De Elocutione verloren. Die in Fragmenten greifbaren Reste liegen allerdings in verschiedenen Sammlungen vor. Die weitere Entwicklung nach Aristoteles und Theophrastos wurde häufig als Niedergang beschrieben. Während man in der älteren Akademie in lebhaften Kontroversen die Klärung und Vertiefung der platonischen Prinzipienlehre unternahm, legte der Peripatos besonderen Wert auf wissenschaftliche Sammeltätigkeit und auf die Erarbeitung der entsprechenden Forschungsmethoden. Nach dem Tode des Theophrastos machte sich die Konkurrenz anderer Philosophenschulen zunehmend bemerkbar. Die Gründe für den Niedergang sind aber wohl vielfältiger. Hinzu kamen wohl unterschiedliche Auffassungen über den Vorrang von praktischer und theoretischer Lebensform. Im Jahr 322 vor Christus sah sich Aristoteles dann ein zweites Mal durch äußere Umstände gezwungen, Athen zu verlassen. Auch hier ist wieder aufgrund widersprüchlicher und unzuverlässiger Angaben nicht restlos aufzuklären, was im Einzelnen dazu geführt hat. Möglicherweise wurde Aristoteles aus politischen Gründen wie einst Sokrates der Asebie angeklagt. Aristoteles soll gesagt haben, er habe Athen verlassen, weil er nicht wollte, dass die Athener sich ein zweites Mal nach dem Prozess gegen Sokrates gegen die Philosophie vergehen. Er begab sich anschließend in das Haus seiner Mutter, wo er dann wenig später, im Oktober des Jahres 322 vor Christus, im Alter von nur 62 Jahren, wohl an einer Krankheit gestorben ist. Wir lesen von einem vergifteten Getränk, einem Magenleiden oder einem Sturz ins Meer. In seinem Testament werden nur private Angelegenheiten geregelt. Er will neben seiner Frau bestattet werden und trifft diverse Verfügungen über Angehörige, die besonders seinen Sohn Nikomachos betreffen, daneben seine Diener und die Wirtschafterin. Wie auch immer man sich inhaltlich zum Werk des Aristoteles stellt, was sein Leben betrifft, kann man Flaschano zustimmen, wenn er schreibt: Überblickt man das Leben in den Hauptzügen, muss man erstaunt sein, dass Aristoteles, der fast ständig unter politischem Druck und Argwohn zu leiden und daher ein unstetes Leben mit mehrfachem Wechsel des Wohnsitzes und der Lebensverhältnisse zu führen hatte, ein in sich so geschlossenes und homogenes, wenn auch im äußeren Sinne nicht zum Abschluss gebrachtes Werk hinterlässt, das von einem für die damaligen Verhältnisse ganz ungewöhnlichen Maß an Information, Belesenheit und Materialverarbeitung zeugt. Kommen wir damit zum Werk des Aristoteles. Die in den antiken Verzeichnissen aufgeführten Schriften umfassen nahezu 200 Titel. Erhalten sind insgesamt drei Verzeichnisse. Das bekannteste ist dasjenige, das sich in der Lebensbeschreibung des Aristoteles bei Diogenes Laertios findet, der insgesamt 146 Schriften aufführt, wobei hier die Metaphysik und nikomachische Ethik noch fehlen. Wir haben es der Berechnung Ottfried Höffels zufolge also mit einem Werk von 45 Bänden zu je etwa 300 Seiten zu tun. Daran gemessen sei heute nur noch ein Viertel des Gesamtwerkes des Aristoteles erhalten. Ich begnüge mich hier mit einer kurzen Charakterisierung dieses Verzeichnisses, um einen ungefähren Eindruck von der Breite des aristotelischen Schaffens zu vermitteln. Die Nummern 1 bis 19 bilden die Dialoge, 20 bis 24 Exzerpte aus Platon, 25 bis 73 logische und dialektische Schriften, 74 bis 76 politische Schriften. Die Nummern 77 bis 89 rhetorische und stilistische Schriften, 90 bis 110 naturphilosophische und biologische Schriften, zum Teil doxographischer Art. Die Nummern 111 bis 116 mathematische, astronomische und musiktheoretische Schriften, 117 bis 128 Aporemata, Problemata und andere Sammelschriften. 129 bis 143 bilden Sammlung von Listen, Didaskalien, Politien und so weiter. Nummer 144 Briefe und 145 und 46 Gedichte. Das Verzeichnis von Diogenes Laertios geht auf jeden Fall auf eine Quelle zurück, die älter sein muss als die erste Aristoteles-Ausgabe von Andronikos von Rhodos aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, da die meisten durch Andronikos publizierten Lehrschriften in dieser Liste nicht enthalten sind. So fehlen nicht nur Schriftentitel wie Physik, Metaphysik, nikomachische Ethik, sondern auch Titel von Einzelabhandlungen innerhalb dieser Komplexe. Nur in wenigen Einzelfällen sind Identifikationen von Schriftentiteln mit uns erhaltenen Lehrschriften oder deren Teilen möglich. Die Forschung gibt für diesen Befund unterschiedliche Erklärungen, die wir hier nicht diskutieren müssen. Eine restlose Klärung des Verhältnisses der Schriftenverzeichnisse untereinander und zu den erhaltenen Lehrschriften ist aber ohnehin kaum möglich. Die Überlieferungsgeschichte ist im Fall des Aristoteles besonders problematisch.
Alle Schriften, die Aristoteles zu Lebzeiten veröffentlicht hat, sind verloren gegangen, während fast alle Vorlesungsmanuskripte für den eigenen Gebrauch und in der Schule erhalten geblieben sind. Man unterscheidet daher in insgesamt drei Gattungen. Erstens die enkyklischen Schriften. Dabei handelt es sich um exoterische Schriften, deren Adressaten sich außerhalb der Schule befanden und an einen größeren Kreis gerichtet waren. Sie sind nur noch in Fragmenten greifbar. Es sind aber vor allem diese von Aristoteles selbst publizierten Schriften, die in den Jahrhunderten nach seinem Tod bis zur Ausgabe des Andronikos von Rhodos vorwiegend die Grundlage des Bildes konstituierten, das man sich von der Lehre des Aristoteles gemacht hat. So beruft sich Cicero beispielsweise primär auf das exoterische Werk der enkyklischen Schriften. Von diesen werden zweitens die sogenannten Pragmatien unterschieden. Dabei handelt es sich um esoterische Schriften, die sich an Schüler und Kollegen innerhalb der Akademie richteten, also Kollegehefte oder Manuskripte der Lehrvorträge, die zunächst nur durch Vorlesungen in der Schule bekannt wurden. Es ist hier Höffe zufolge mit vielfachen Überarbeitungen von Aristoteles selbst, von Theophrastus und anderen Schülern, sowie mit verschiedenen Schichten, ferner mit Umgruppierungen, Exkursen, Anmerkungen und Verweisen zu rechnen. Das Verhältnis zwischen enkyklischen Schriften und Pragmatien wird bisweilen so erklärt, dass Aristoteles bei der schriftlichen Abfassung der Pragmatien offenbar bei den Lesern bzw. Hörern die Kenntnis der exoterisch-enkyklischen Schriften voraussetzen konnte. Das würde wiederum erklären, warum er sich bei der Behandlung einiger geradezu zentraler Themen auffallend kurz fasst, ja der Text geradezu bis zur Unverständlichkeit verkürzt und notizenhaft wird. In den Worten Höffes, Zitat, wie von Kollegheft nicht anders zu erwarten, sind die Texte in der Regel gedrängt, oft genug elliptisch geschrieben, zudem von Einschüben durchsetzt, auch gibt es abrupte Übergänge und mancher Zusammenhang bleibt unklar. Diese Leerstellen sollten eventuell durch exoterische Schriften ausgefüllt werden. Ein geradezu umgekehrtes Verhältnis zu dem, was bei Platon und seiner ungeschriebenen, nur mündlich mitgeteilten Lehre der Fall war. Die Pragmatien, die Aristoteles wohl selbst zu verschiedenen Zeiten bereits redigiert und überarbeitet hat, blieben nach seinem Tod im Besitz der Schule und wurden nach dem Tod des Theophrastos gemäß dessen testamentarischer Verfügung dem damals wohl vermutlich einzigen noch lebenden Schüler des Aristoteles, Neleus aus Skepsis, vermacht. Nachdem aber Straton und nicht Neleus die Leitung der Schule übernommen hatte, hat sich Neleus offenbar mit den Schriften des Aristoteles in seine Heimatstadt zurückgezogen. Dieser Vorgang wird zumindest so in einem, wie üblich, hochproblematischen Bericht geschildert. Die Schriften blieben dann im Familienbesitz. Danach wird es eher dunkel, würde ich sagen. Im Peripatos gab es natürlich auch weiterhin eine Bibliothek, die Straton seinerseits seinem Nachfolger vermachte und die wohl auch über aristotelische Pragmatien verfügte. Die letzte Gattung bilden Sammlungen von Forschungsmaterial, etwa von den Lehrmeinungen früherer Philosophen, von Forschungsmaterial zur Naturforschung, insbesondere zur Zoologie und zur Politik, Sammlung von Sprichwörtern und dergleichen mehr. Die Sammlung der Aufführungsdaten der Tragödienwettkämpfe, die sogenannten Didaskalien, ist verloren gegangen. Und von der wohl berühmtesten Sammlung, einer Sammlung von insgesamt 158 griechischen Verfassungen, ist nur noch diejenige Athens bekannt. Anfang des 1. Jahrhunderts vor Christus hat Apellikon aus Theos dann die lückenhaften und stark beschädigten Manuskripte des Aristoteles in Skepsis aufgespürt, gekauft und nach Athen gebracht. Apellikons Bibliothek fiel dann Sulla bei der Eroberung Athens im Jahr 86 vor Christus in die Hände, der sie wiederum nach Rom bringen ließ. Sullas Sohn beauftragte dann den griechischen Gelehrten Tyrannion, der mit Atticus und Cicero in Verbindung stand, mit der Sichtung und Ordnung der Manuskripte, zu denen noch die größeren Büchermengen kamen, die Lucullus von Kleinasien nach Rom mitgebracht hatte. Aus diesem Material hat dann Andronikos von Rhodos, ein Schüler des Tyrannion und wohl auch Schuloberhaupt des Peripatos zwischen 40 und 20 vor Christus, eine Gesamtausgabe der Werke des Aristoteles hergestellt. Inwiefern diese Ausgabe aber die Grundlage der gesamten Aristoteles-Überlieferung darstellt, ist mithin umstritten. Die Dialoge bzw. die enkyklischen Schriften waren in dieser Ausgabe zumindest nicht enthalten. Ein weiterer Grund also dafür, warum sie später in Vergessenheit gerieten und nicht mehr erhalten sind. Höffe spekuliert, es habe auch kein philosophisches Bedürfnis bestanden, die Dialoge zu überliefern, weil Aristoteles seine wesentlichen Gedanken in der Gestalt der Pragmatien niedergeschrieben habe und die Dialoge zudem stilistisch nicht Platons Niveau erreichen, obschon Cicero ihren goldenen Fluss der Rede lobte. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Auf die weitere Geschichte der Textüberlieferung kann ich hier nicht im Einzelnen eingehen. Andronikos geht auf jeden Fall von einem philosophischen System des Aristoteles aus und ordnet das Werk entsprechend. Den Anfang bilden die logischen und wissenschaftstheoretischen Schriften, die er als Propädeutik versteht.
Daran schließen sich bei Andronikos die Schriften zu Ethik, Politik, Rhetorik und Poetik an. Danach folgen die naturphilosophischen und psychologischen Schriften. Den Abschluss bilden bekannterweise die Texte zur ersten Philosophie, die er nach Metta, der Naturphilosophie, der Physik platziert, weshalb sie Metaphysik genannt werden, aber natürlich auch inhaltlich entsprechenden Inhalts sind. Zur Chronologie der Schriften kann auch nichts Endgültiges gesagt werden. Die Philologie hat eine Fülle von Datierungsversuchen, Entwicklungshypothesen und Konjekturen vorgeschlagen. Die Topik ist offenbar eine der ältesten Abhandlungen, zu den früheren Werken zählen auch die Rhetorik und Poetik, während die Schriften zur Biologie und zur Metaphysik offenbar älter sind. Die Analytiken werden dem Spätwerk zugeschrieben. Forscher wie Werner Jäger haben darauf aufbauend eine Entwicklungshypothese vorgeschlagen. Demnach sei eine intellektuelle Entwicklung im Werk des Aristoteles nachvollziehbar, die sich über drei Phasen, gemeint sind Lehrjahre, Wanderjahre und die Zeit der Meisterschaft, erstreckt. Nach Jäger ist Aristoteles als Idealist gestartet, um am Ende nur noch phänomenologisch und empirisch orientierte Forschung zu betreiben. Diese Entwicklungshypothese wird mittlerweile aber abgelehnt. Erwähnenswert sind vielleicht noch zwei wichtige, aber unechte Werke. Die sogenannte Theologie des Aristoteles, die in Wahrheit eine Paraphrase aus Plotins Eneade ist, sowie der Liber de Causis, den Albert der Große noch für die Vollendung der aristotelischen Metaphysik hielt. Dabei handelt es sich in Wahrheit um eine Exzerptsammlung aus der Elementatio Theologica des Proklos. So viel dazu. Das Werk des Aristoteles lässt sich nach Aussagen aus seiner Metaphysik und Topik inhaltlich dreifach unterteilen in einen theoretischen, einen praktischen und einen poetischen Teil, der im Kontrast zum praktischen und theoretischen Handeln ein zweckgebundenes Handeln bezeichnet, das auf das Hervorbringen eines Werkes zielt. Die letzten beiden Kategorien, die Ethik, Politik, Rhetorik, Handwerk, Dichtung, Medizin und Ähnliches umfassen, werden im Folgenden keine Rolle spielen. Im Fokus steht allein die theoretische Philosophie des Aristoteles, die nochmal in Naturforschung, Mathematik und Prima Philosophia, erste Philosophie, untergliedert werden kann. Die Mathematik wird hier ebenfalls keine Rolle spielen. Stattdessen werde ich die erste Philosophie, also die aristotelische Theologie, Ontologie und die von Aristoteles diskutierten Denkprinzipien besprechen. Das geht allerdings teilweise nur unter Rückgriff auf die aristotelische Naturforschung. Hier werde ich gelegentlich auch die philosophischen Grundlagen und die Kosmologie thematisieren. Damit kommen wir zur Metaphysik des Aristoteles, dem Hauptwerk des Aristoteles und einem der wichtigsten Werke der antiken griechischen Philosophie, ja der Philosophie überhaupt. Der Begriff Metaphysik bezieht sich auf 14 überlieferte Einzelbücher von Aristoteles, wobei weder der Titel Metaphysik noch die Reihenfolge der Bücher von Aristoteles, sondern wahrscheinlich erst von Andronikos von Rhodos stammt. Aristoteles selbst spricht nicht von Metaphysik, sondern von Weisheit, Sophia, von der gesuchten Wissenschaft und der ersten Philosophie, Protephilosophia oder auch Theologie. Da es in einem Katalog der aristotelischen Schriften, der sich auf eine Quelle aus hellenistischer Zeit stützt, den in seiner Authentizität freilich umstrittenen Hinweis auf eine 10 Bücher umfassende Version der Metaphysik gibt, wäre es zumindest auch denkbar, dass es eine Zusammenstellung unter dem Titel Metaphysik bereits vor Andronikos gegeben hat. Es gibt, wie bereits angedeutet, verschiedene Theorien darüber, wie der Titel zustande kam. Entweder es handelt sich um eine banale bibliothekarische Bezeichnung der Schriften, die ta meta ta physica, hinter der Physik, das heißt hinter den naturwissenschaftlichen Schriften, kommen, oder es handelt sich um eine sachliche Bezeichnung, die eine durch die Erkenntnisfolge vorgezeichnete Anordnung zum Ausdruck bringt. Bereits der Neuplatoniker Simplikios, der im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus lebte, wendete die editionstechnische Bezeichnung ebenfalls auf den Gegenstand der Metaphysik als jenseits der Natur liegend an. Auch Kant schrieb dazu in dieser Frage, Zitat, was den Namen Metaphysik anbetrifft, so ist nicht zu glauben, dass derselbe von ungefähr entstanden, weil er so genau mit der Wissenschaft selbst passt. Eine dritte Erklärung besagt, dass der in der Metaphysik untersuchte Gegenstand im Sinne einer didaktisch-pädagogischen Ordnung erst nach der Untersuchung der natürlichen Dinge behandelt werden soll, also ein Verständnis der Metaphysik nur durch ein vorheriges Studium der Physik möglich wird. Wie dem auch sei, wir finden hier zwei Bestimmungen der ersten Philosophie. Zum einen Metaphysik als Theologie, das heißt, die erste Philosophie ist die Wissenschaft von der übersinnlichen, prozessfreien Seinssphäre. Ihr Objekt ist das Unveränderliche bzw. die Gottheit. Zum anderen Metaphysik als Ontologie. Das heißt, die erste Philosophie beschäftigt sich nicht mit einem besonderen Seinsgebiet, sondern ist die Wissenschaft, die, Zitat, das Seiende als Seiendes betrachtet.
Das Verhältnis lässt sich mit Klaus Oehler wie folgt bestimmen, Zitat: Die Gotteslehre ist nirgendwo in der Metaphysik identisch mit der ersten Philosophie, sondern ist nur ihr höchster Punkt. Was zu diesem höchsten Punkt hinführt, ist aber auch schon erste Philosophie. Verorten wir das Ganze nochmal philosophiehistorisch in der späteren Einteilung der Schulmetaphysik, wie wir sie bei Christian Wolff finden. Wolff, der im Spätbarock und Rokoko leben musste und daher offenbar dazu gezwungen war, sich einem mit Mehl gepuderten erschossenen Pudel auf die natürlichen Haare zu kleben, schreibt das folgende: Daher ergeben sich drei Teile der Philosophie, von denen der eine von Gott, der zweite von der menschlichen Seele, der dritte von den Körpern oder materiellen Dingen handelt. Der Teil der Philosophie, der von Gott handelt, heißt natürliche Theologie. Der Teil der Philosophie, der von der Seele handelt, pflegt von mir Psychologie genannt zu werden. Schließlich wird der Teil der Philosophie, der von den Körpern handelt, als Physik bezeichnet. In seiner Deutschen Metaphysik von 1720 unterscheidet Wolff fernerhin zwischen einer Metaphysica Generalis und Metaphysica Specialis. Die allgemeine Metaphysik oder erste Philosophie oder Ontologie spricht ganz aristotelisch vom Seienen als einem solchen und versucht allgemeinste Prädikate zu formulieren, die von jedem Seienden gelten. Die Ontologie spricht also vom Seienden im Ganzen und versucht den umgreifenden Zusammenhang zu beschreiben, in dem alles, was ist oder sein kann, seine Stelle findet, und sie spricht vom Sein selbst als der Bedingung, von der die Möglichkeit und Wirklichkeit alles Seienden abhängt. Darüber hinaus fragt die Ontologie, ob dieses Sein selbst ein höchstes Seienes ist, etwa eine Substanz von eigener Art, oder ob es von allem Seienden verschieden ist, obgleich von ihm alles Seine abhängt. Die spezielle Metaphysik, nehmen wir hier die rationale bzw. natürliche Theologie, steht im Gegensatz zu Formen der Theologie, die sich auf die Grundlage von Offenbarungen, auf heilige Schriften stützen. Insofern die natürliche Theologie Gott als das Sein selbst bestimmt und die Ontologie das Sein selbst untersucht, kann das Sprechen von Gott, also die Theologie, mit dem Sprechen vom Sein der Ontologie für bedeutungsgleich erklärt werden. Philosophische Theologie und Ontologie verschmelzen dann zur sogenannten Ontotheologie. Denken Sie nur an Exodus 3,14, Ego sum qui sum, ich bin, der ich bin, der Seiende oder der sein wird. Auch Thomas von Aquin bestimmte Gott als das Sein selbst. Deus est ipsum suum esse. Und bei Meister Eckhart lesen wir, esse est Deus, Deus est esse. Diese Verknüpfung von Ontologie und Theologie, von Seinslehre und Gottesbegriff, geht, wie wir jetzt sehen werden, auf das 12. Buch der aristotelischen Metaphysik zurück. Die 14 Einzelbücher der Metaphysik werden mit den Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet. Buch 1 wäre Alpha, Buch 2 Beta und so weiter. Diese Zusammenstellung ist wohl nicht von Aristoteles selbst vorgenommen worden. Trotz redaktioneller Ungereimtheiten wird innerhalb der Forschung aber nicht von einer beliebigen Kombination von thematisch einschlägigen Abhandlungen gesprochen oder behauptet, Aristoteles habe niemals ein zusammenhängendes Werk zur Thematik schreiben wollen. Wie dem auch sei, die entsprechende Forschungsliteratur, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, ist Legion und nicht besonders erbaulich. Es fällt allerdings direkt auf, dass zwei verschiedene Bücher den Namen Alpha tragen, die zur besseren Unterscheidung als Groß-Alpha und Klein-Alpha bezeichnet wurden und die offenbar zwei alternative Einleitungen darstellen. Buch Groß-Alpha erläutert den Unterschied zwischen Wahrnehmung, Erinnerung, Erfahrung, Kunstfertigkeit und Weisheit. Weisheit, so Aristoteles, ist Wissen von den letzten Ursachen und Prinzipien und das Streben danach im allgemeinmenschlichen Streben nach Wissen begründet. Dazu gleich mehr. Das dritte Kapitel enthält die Lehre der vier Ursachen bzw. erinnert an deren Darstellung in der Physik. Kapitel 5 thematisiert die Lehren der Pythagoreer und Eleaten. Kapitel 6 dann Platon und dessen Ideenlehre. Die Kapitel 8 bis 10 enthalten Doxographisches. Aristoteles problematisiert hier bisherige Positionen innerhalb der Philosophie. So enthält Kapitel 9 eine ausführliche Kritik Platons. Beim zweiten Buch Klein Alpha handelt es sich, wie gesagt, um eine alternative Einführung in das Studium der Philosophie, die nicht als Erforschung der höchsten Prinzipien und Ursachen, sondern als Wissenschaft von der Wahrheit eingeführt wird. Das Werk wurde bisweilen als Frühwerk oder als unecht eingestuft. Das sogenannte Aporien-Buch Beta umfasst 15 Aporien als Ausgangspunkt der Philosophie. Ein Beispiel für eine solche Aporie, einen so wörtlich nicht gangbaren Weg. Die 14. Aporie fragt, ob Zahlen, Körper, Flächen und Punkte Substanzen mit realer Existenz sind oder nicht. Aristoteles gibt dann Argumente dafür und dagegen ohne eigene abschließende Stellungnahme. Dem Buch wurde mithin ein programmatischer Charakter zugesprochen. Es formuliert Probleme, die in den nachfolgenden Büchern dann gelöst werden,
Allerdings fehlen dafür die entsprechend expliziten Rückverweise auf die Aporien des dritten Buches. Im vierten Buch Gamma kehrt die Formel von der Philosophie als einer Untersuchung der ersten Ursachen und Prinzipien in der modifizierten Form wieder, dass man die Prinzipien und Ursachen der Substanzen und die Prinzipien und Ursachen des Seienden, insofern es seiend ist, untersuche, oder dass es eine Wissenschaft vom Seienden, insofern es seiend ist, zu entwerfen gilt. Das zweite Kapitel enthält das wichtige Argument, dass, obwohl das Seiende auf vielfache Weise ausgesagt werde, alle diese Bedeutungen im Hinblick auf eine einzige Natur ausgesagt werden und dass dieses eine die Substanz sei. Das vierte Kapitel enthält fernerhin eine Diskussion der logischen Grundaxiome, also den Satz vom Widerspruch sowie den Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Ich werde auf diese Thematik gleich noch ausführlich zu sprechen kommen. Delta ist ein Lexikon philosophischer Begriffe. Aristoteles beschäftigt sich hier unter anderem mit der Polysemie der Begriffe, beispielsweise dem Begriff Archä, Prinzip, für das er sieben verschiedene Bedeutungen angibt. Es ist auch hier fragwürdig, was dieses Begriffslexikon an dieser Stelle des Gesamtwerkes zu suchen hat, das in einem antiken Schriftenverzeichnis zudem als separate Schrift aufgeführt wird. Es war sehr wahrscheinlich zunächst nicht in der Metaphysik enthalten. Zu den insgesamt 30 Termini, die Aristoteles hier diskutiert, gehörten unter anderem Physis, Natur, Hen, Eines, On, Seines, Usia, Substanz, Proteron, Hysteron, Früher, Später oder Meros, Holon, Teil, Ganzes. Das sechste Buch, Buch Epsilon. Hier finden wir die bereits eingeführte Einteilung der Wissenschaften in theoretische, praktische und poetische und erfahren, dass sowohl das Akzidentelle als auch das Wahre und Falsche nicht zur Wissenschaft vom Seinen als solchem gehören. Das Buch enthält zudem eine Unterteilung der theoretischen Wissenschaften in Physik, Mathematik und Theologie bzw. erste Philosophie, wobei nur der Gegenstand der ersten Philosophie bzw. Theologie selbstständig und unwandelbar sei. Wenn sich irgendwo Göttliches finde, dann folglich in diesem Bereich. Die folgenden drei sogenannten Substanzbücher behandeln die Substanz. Buch 7 gilt der Frage, was die Usia ist. Es beginnt mit einem erneuten Hinweis auf die Mehrdeutigkeit von seiend. Die Untersuchung beginnt dann ab Kapitel 3 mit dem zugrunde liegenden, dem Hypokeimenon. Buch 8 wendet sich den materiellen Substanzen zu und verweist auf die Rolle der Materie als zugrunde liegendes von Veränderungen. Buch 9, Buch Theta, greift die Unterscheidung Möglichsein, Wirklichsein auf und entwickelt die berühmte Unterscheidung zwischen Potentialität und Aktualität, zwischen Dynamis und Energeia. Das zehnte Buch untersucht den Begriff des Einen und damit verwandte Begriffe, wie Vieles oder Gleiches. Buch Kappa enthält nun wieder thematische Überschneidungen und Wiederholungen zu den Büchern Beta, Gamma und Epsilon, also zu Buch 3, 4 und 6. Auch hier ist redaktionell wieder nicht auszumachen, was das Ganze soll oder wie dieser Umstand zu erklären ist. Das zwölfte Buch enthält nun die philosophische Theologie des Aristoteles, die durch ihre Verknüpfung von Seinsphilosophie und Gottesbegriff einen ungeheuren Einfluss auf die weitere Geschichte der philosophischen Theologie ausgeübt hat. In den Kapiteln 1 bis 5 befasst sich Aristoteles mit den vergänglichen, bewegten Substanzen. In den Kapiteln 6 bis 10 mit den ewigen, unbewegten Substanzen. Auch hier fällt wieder auf, dass die Behandlung der sinnlichen Substanzen bereits Gesagtes aus den Büchern 7 und 8 wiederholt. Kapitel 1 behandelt die Prinzipien und Ursachen von Substanzen, wobei Aristoteles hier wahrnehmbar vergängliche, wahrnehmbar ewige und unwandelbar unvergängliche Substanzen voneinander unterscheidet. Das wird dann in den folgenden Kapiteln weiterentwickelt. Kapitel 6 führt dann eine ewige, unbewegte Substanz ein. Aristoteles diskutiert erneut die Begriffe der Möglichkeit und Wirklichkeit, fernerhin die ewige Bewegung und die ewig bewegte Substanz des ersten Himmels, die ihn dann zur Notwendigkeit eines ersten unbewegt Bewegenden als Ursache der ewigen Kreisbewegung führt, das als göttliche Vernunft bestimmt wird und auf den alles als Finalursache hingeordnet ist. Wir erfahren dann noch etwas über die Anzahl der Sphären, die bewegt werden müssen. Spoiler-Alarm, es sind 55. Aristoteles kommt dann auf insgesamt 56 unbewegt Bewegende. Dazu später ebenfalls mehr. Die letzten beiden Bücher 13 und 14 behandeln Theorien der unveränderlichen ewigen Substanzen, wie die Gegenstände der Mathematik, also Zahlen. Behandelt werden fernerhin die Ideenzahlen sowie die Prinzipien der Ideen und Zahlen. In diesem Kontext kritisiert Aristoteles dann nochmal Platon und die Pythagoreer. Interessant ist hier, dass Aristoteles hier auch die ungeschriebene Prinzipienlehre Platons kritisiert. Bevor ich einzelne Themen des Werkes diskutiere, kann ich hier gleich eingangs mit Christoph Rapp festhalten, Zitat,
Fast jeder Abschnitt aus dieser Abhandlung ist in der Forschung kontrovers. Angesichts der redaktionellen Unabgeschlossenheit und der vermeintlichen Eigenständigkeit der in den 14 Büchern enthaltenen prinzipientheoretischen, ontologischen, substanztheoretischen und theologischen Teilprojekte haben viele Interpreten mittlerweile den Gedanken fahren gelassen, die Metaphysik enthalte so etwas wie eine philosophische Einheit. Beginnen wir mit dem Philosophiebegriff des Aristoteles, dessen Eingangsüberlegungen in der Metaphysik eine der eindringlichsten Erörterungen des Wesens der Philosophie in der Antike enthalten. Aristoteles stellt im ersten Kapitel der Metaphysik eine epistemische Rangordnung der verschiedenen Weisen auf, wie die Menschen sich erkennend mit der Wirklichkeit vertraut machen. Die Abfolge setzt bei einem schlechten ersten Wissen, der Wahrnehmung des Einzelnen an und gipfelt in einem schlechten höchsten Wissen, der Philosophie, verstanden als Erkenntnis der ersten Prinzipien. Er beginnt mit dem elementarsten Wissen, der Wahrnehmung. Warum beginnt die aristotelische Wissenschaftstheorie überhaupt mit der Wahrnehmung? Aristoteles reagiert hier auf das von Platon im Menon aufgeworfene Problem des Anfangs oder Vorwissens, insofern jeder Hinzuerwerb von Wissen bereits ein gewisses Maß von Wissen voraussetzen müsse. Das räumt Aristoteles in der zweiten Analytik auch unumwunden ein, wo er schreibt, Zitat, jede Lehre und jedes denkende Lehren erfolgt aus bereits vorhandener Erkenntnis. Platon löste dieses Problem bekanntermaßen mit seiner Lehre von der Wiedererinnerung an die einst eingeprägten Ideen, die sogenannte Anamnesis-Lehre. Dieser Weg war für Aristoteles allerdings nicht gangbar, denn er lehnte die platonische Ideenlehre ja vollumfänglich ab. Das Anfangswissen, das Aristoteles zur Lösung des Problems nun veranschlagt, ist die Wahrnehmung. Er schreibt, so ist also klar, dass es weder möglich ist, dass man die Prinzipienerkenntnis ursprünglich hat, noch dass sie in Nichterkennenden, die gar kein Wissen besitzen, sich einstellt. Folglich ist es notwendig, ein gewisses Vermögen schon zu haben, wenn auch nicht ein solches, das in seiner Exaktheit höher einzuschätzen wäre als jene Kenntnisse, die wir von dieser Basis aus erst hinzuerwerben. Das scheint nun aber bei allen Lebewesen gegeben zu sein. Denn jedes besitzt ein angeborenes Unterscheidungsvermögen, das man Wahrnehmung nennt. Aristoteles versucht also durch einen induktiven Aufstieg durch die Stufenleiter der Wissensarten vom Einzelnen der Wahrnehmung zum Allgemeinen der wahrgenommenen Dinge aufzusteigen, und dieser Ansatz muss in kritischer Auseinandersetzung mit Platons Ideenlehre gesehen werden. Aristoteles schreibt unzweideutig etwas später mehr, Zitat, somit sind die Prinzipienkenntnisse nicht gesondert in uns vorhanden, noch entstehen sie aus höherstufigen Erkenntnissen, sondern im Ausgang von der Wahrnehmung. Auf die Wahrnehmung folgt nun die Erinnerung. Lebewesen, die über Erinnerungen verfügen, so Aristoteles, sind, Zitat, verständiger und gelehriger als die, welche sich nicht erinnern können. Aus der Erinnerung entsteht für die Menschen wiederum Erfahrung, denn, so Aristoteles weiter, viele Erinnerungen hinsichtlich desselben Gegenstandes führen zu einer einheitlichen Erfahrung. Der nächste Schritt leitet von der Erfahrung zur Kunstfertigkeit über. Diese entsteht, wenn sich, Zitat, aus vielen durch die Erfahrung gegebenen Gedanken eine allgemeine Annahme über das Ähnliche bildet. Dabei besteht nach Aristoteles eine Disparität zwischen theoretischer und pragmatischer Perspektive, insofern die Kunstfertigkeit der Erfahrung nicht in jeder Hinsicht überlegen ist. Ein theoretisch ausgebildeter Arzt ohne Erfahrungswissen ist beispielsweise ein schlechterer Heiler als derjenige, der nur praktische Erfahrung hat. Er weiß, dass seine Mittel helfen, aber vielleicht nicht warum. Dennoch steht die Kunstfertigkeit über der Erfahrung, denn, wieder Zitat, die Erfahrenen kennen nur das, aber nicht das Warum. Jene aber kennen das Warum und die Ursache, weshalb sie als weiser gelten. Innerhalb einer jeden Kunst schätzt man daher die leitenden Künstler höher als die Handwerker, unter anderem auch, weil sie den Gegenstand lehren können, so Aristoteles. Diese teleologisch aufgebaute Stufenfolge des Wissens ist Ottfried Höffe zufolge durchaus überzeugend. Er schreibt, wer bloße Wahrnehmung sucht, aber nicht auch deren Festhalten, ferner, wer sich mit Erinnerung begnügt, ohne deren Zusammenhänge zu erkennen, weiterhin, wer Erfahrungen sammelt, ohne sich für die zuständigen Allgemeinheiten, Begriffe und Gründe zu interessieren, schließlich, wer sich mit einfachen Allgemeinheiten zufrieden gibt, verschenkt jeweils epistemische Möglichkeiten. Die superlativischen Allgemeinheiten hingegen erlauben keine weitere Steigerung mehr. Mit den superlativischen Allgemeinheiten kommen wir zu Sophia, zur Weisheit. Das Wissen um Gründe lässt sich zum Wissen um die ersten Gründe und Prinzipien steigern, und hier spricht Aristoteles dann von Weisheit, andernorts von erster Philosophie oder leitender Wissenschaft und als Tätigkeit verstanden von Theoria. Nochmal zur Rangfolge. Wir halten den Erfahrenen für weiser als den, der bloße Sinneswahrnehmung besitzt, den Künstler aber für weiser als den Erfahrenen und dabei den leitenden Künstler weiser als den Handwerker.
Und in diesem Sinn erachten wir auch die theoretischen Wissenschaften, die rein der Betrachtung dienen, für weiser als die hervorbringenden Wissenschaften, die auf pragmatische Zwecke, also auf die Erstellung von Werken zielen. Der höchste Gegenstand der Weisheit sind nach Aristoteles nun die ersten Ursachen und Prinzipien. Philosophie ist nach Aristoteles also die Realisierung eines zweckfreien Wissens der ersten Ursachen und Prinzipien des Wissens selbst und damit aller untergeordneten Wissensformen. Philosophie ist Prinzipienwissenschaft und zweckfreie Schau. Es geht also um die Erkenntnis von Axiomen, insofern Axiome der aristotelischen Wissenschaftstheorie zufolge über den Fachwissenschaften stehende Prinzipien sind, die, Zitat, man nicht beweisen kann, aber kennen muss, um überhaupt Wissen zu erwerben. Die Einzelwissenschaften haben ja nur einen abgegrenzten Bereich von ihr eigentümlichen Objekten, die Mathematik beispielsweise die Zahlen, die Astronomie die Himmelskörper und die Zoologie Tiere mit bestimmten Eigenschaften. Jede Einzelwissenschaft hat fernerhin auch ihre eigentümlichen Prinzipien, insofern die Prinzipien der Zoologie nicht für die Geometrie gelten. Hier geht es allerdings um die Kenntnis allgemeiner Axiome aller Wissenschaften und des Wissens überhaupt, die von den Einzelwissenschaften schon immer vorausgesetzt und stillschweigend in Anspruch genommen werden müssen, wie der Satz vom Widerspruch. Sie werden also nicht von Einzelwissenschaftlern, sondern von Philosophen untersucht. Dazu Aristoteles nochmal selbst. Das sicherste Prinzip unter allen Prinzipien ist dasjenige, bei welchem Täuschung unmöglich ist, denn ein solches muss notwendig am erkennbarsten sein, da sich ja alle über das täuschen, was sie nicht erkennen, und voraussetzungslos. Dass nämlich dasselbe demselben in derselben Beziehung unmöglich zugleich zukommen und nicht zukommen kann, das ist das sicherste unter allen Prinzipien. Denn es passt darauf die angegebene Bestimmung, dass es unmöglich ist, dass jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht. Daher kommen alle, die einen Beweis führen, auf diese letzte Annahme zurück, denn dieses Prinzip ist seinem Wesen nach zugleich Prinzip der anderen Axiome. Historisch betrachtet ist die platonisch-aristotelische Definition der Philosophie als prinzipiell zweckfreier Prinzipienerkenntnis und der vollkommenen Glückseligkeit im Bios Theoretikos eine Ausnahme. Die Epikureer und Stoiker deuten den Weisen als Figur praktischer Verständigkeit und Inbegriff gelingender Lebensführung. Bacon und Descartes sehen Wissen unter dem Gesichtspunkt ihrer pragmatisch-technischen Nützlichkeit, während Marx die Auffassung vertritt, dass die Philosophie vollends praktisch werden müsse. Man kennt ja die Aussage, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern. Ich halte das platonisch-aristotelische Philosophieverständnis heute indes für besonders wichtig, um sich der allumfassenden Kommodifizierung des Zur-Ware-Werdens der Lebenswelt zu widersetzen, wo nur noch nach Nutzen und Effizienz, nach Relevanz und Rentabilität gefragt wird. Ich möchte im Folgenden die Möglichkeit der Erkenntnis von Axiomen, also der über allen Einzelwissenschaften stehenden Prinzipien des Wissens vertiefen, die man laut Aristoteles, Zitat, nicht beweisen kann, aber kennen muss, um überhaupt Wissen zu erwerben. Die Suche nach einem Fundament unseres Wissens, die Suche nach einem archimedischen Punkt für den Bereich der Erkenntnis, der über jeden Zweifel erhaben ist, beschäftigt die Philosophie seit ihren Anfängen ungebrochen bis in die Gegenwart hinein. Ich werde die Diskussion der aristotelischen Lehre der Prinzipienerkenntnis daher in den größeren Kontext der anhaltenden Diskussion um die Möglichkeit einer Letztbegründung unseres Wissens stellen. Wir erinnern uns: Ziel der platonischen Dialektik waren die allgemeinsten Gattungen bzw. ersten Gegensätze. Diese konnten nach dem ausdrücklichen Zeugnis der indirekten Überlieferung als Einheit bzw. das Eine und Gute, das allem Licht spendet, und als Vielheit bzw. als unbestimmte Zweiheit oder das sogenannte Große und Kleine bestimmt werden. Da der Prinzipiengegensatz allen Gegensätzen und somit aller Dialektik zugrunde lag, konnte er aber von der Dialektik selbst nicht mehr erfasst werden, da er ihr vielmehr ermöglichend vorausging. Das bedeutete, dass das wahre Prinzip, das Prinzip von Einheit und Vielheit bzw. die Einheit von Einheit und Vielheit in seiner absoluten Einfachheit und Einheit nicht mehr dialektisch diskursiv erkannt werden konnte. Die Vertreter des Tübinger Paradigmas hatten da eine noetische Prinzipienschau der Einheit von Einheit und Nichteinheit veranschlagt. In der Topik bemerkt Aristoteles nun, dass die dialektische Diskussion für das Auffinden von Prinzipien nützlich sei, jedoch sagt er dort nicht, dass die Dialektik ein Wissen von den Prinzipien vermitteln könne. In der zweiten Analytik, wo es um das Erkennen der nicht mehr beweisbaren Voraussetzungen, also Prinzipienwissen geht, ist von der Dialektik daher auch konsequenterweise gar keine Rede mehr. Er schreibt hier, dass die Kenntnis der Ursachen ein Kriterium für Wissen sei, und sobald wir die Ursache für etwas kennen, wir auch sagen könnten, dass sich etwas nicht anders verhalten könne, bzw. dass es notwendig sei. Rapp gibt folgendes Beispiel.
Wenn wir zum Beispiel die Ursache für eine Sonnenfinsternis kennen, dann wissen wir zugleich, dass eine Sonnenfinsternis eintreffen muss, sobald die entsprechende Ursache gegeben ist. Wissen schließt also die Kenntnis von Gründen ein und ist daher mit Notwendigkeit verbunden. Das Problem lässt sich nun folgendermaßen formulieren. Wenn Wissen die Kenntnis von Gründen ist und Philosophie im Wissen der letzten Prinzipien besteht, wie können wir dann überhaupt Wissen von ihnen haben? Denn die letzten Prinzipien können klarerweise nicht aus noch höheren Prinzipien erklärt werden. Sie wären so dann nicht die letzten Prinzipien, sondern nur Prinzipiate eines höheren Prinzips, das wiederum nur durch ein höheres Prinzip erklärt werden könnte, und so weiter ad infinitum. Aristoteles diskutiert dieses Problem ausführlich in der zweiten Analytik und gibt folgende Antwort. Es gibt ein Wissen von den Prinzipien, das aber auf eine andere Art erlangt werden muss, als dies normalerweise der Fall ist. Die immer wahren, folglich irreversiblen Axiome, die gleichermaßen für alle Einzelwissenschaften gelten, sollen durch Induktion und Intuition erfasst werden. Der Induktion entspricht im Wesentlichen die soeben besprochene epistemische Stufenfolge als Aufstieg vom Einzelnen der Wahrnehmung zum Allgemeinen der wahrgenommenen Dinge, die in der Erkenntnis der ersten Ursachen gipfelt. Diese werden wiederum einer Lesart der aristotelischen Philosophie zufolge durch den Nous erfasst. Der Nous wäre dann analog zu Platon das zur unmittelbaren Erfassung bzw. geistig-intuitiven Wesensschau der Prinzipien fähige Vermögen. Hören wir den Mann selbst. Von den Prinzipien aber wollen wir jetzt hören, wie man sie erkennt und welches der Habitus ist, durch den man sie erkennt. Da der Wissenschaft sonst keine Gattung an Gewissheit vorgeht als der Nous und da die Prinzipien bekannter sind als die Schlusssätze der Beweise, alle Wissenschaft auf Gründen fußt, nun, so kann es von den Prinzipien eine Wissenschaft nicht geben. Da aber nur der Nous wahrer sein kann als die Wissenschaft, so müssen die Prinzipien dem Nous anheimfallen. Das erhält von diesem Grunde abgesehen auch daraus, dass der Beweis nicht Prinzip des Beweises ist, somit auch nicht die Wissenschaft Prinzip der Wissenschaft. Wenn wir also außer der Wissenschaft sonst keine andere wahre Gattung haben, so muss der Nous das Prinzip der Wissenschaft sein. Und so ginge denn das Prinzip auf ihr Prinzip, sie als Ganzes aber steht in diesem Verhältnis zu dem ganzen Wissensstoff. Im Gegensatz zu Platon gilt das Prinzipienwissen für Aristoteles nur im Sinne der Möglichkeit, Dynamis, als angeboren. Zur Aktualisierung bedarf es, wie bereits gesagt, also eines Zusammenspiels dreier Elemente. Der Wahrnehmung, der Hinführung oder Induktion vom Besonderen zum Allgemeinen und einer abschließenden noetischen Schau der Prinzipien qua Geist. Weil die Prinzipienerkenntnis bei der Wahrnehmung ansetzt, könnte man meinen, dass Aristoteles das Ganze im Gegensatz zu Platon empiristisch fasst, es sich also lediglich um aus der Wahrnehmung durch bloße Abstraktion gewonnene Allgemeinbegriffe handelt. Richtiger ist wohl, dass sich die Prinzipienerkenntnis an der Wahrnehmung aktualisiert. Machen wir an dieser Stelle einen kurzen Sprung ins 20. Jahrhundert und vergegenwärtigen uns eine der bekanntesten Formulierungen, die im Gegensatz zu Aristoteles allerdings keine Möglichkeit einer Letztbegründung unseres Wissens qua noetischer Prinzipienschau mehr konstatiert. Der mittlerweile über 100 Jahre alte Hans Albert hat bereits Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wirkmächtig behauptet, dass jeder Versuch, eine Letztbegründung des Wissens, scheitern müsse. Albert, ein Hauptvertreter des sogenannten kritischen Rationalismus, vertritt daher die Auffassung, dass keine Behauptung bzw. Proposition, entstamme sie nun evidenter Intuition, deduktiver Schlussfolgerung und Beweisführung, zum Beispiel durch Axiomatik in Logik und Mathematik, empirisch-induktiver Erkenntnis oder welchen Ursprung eine Aussage auch immer haben mag, auf eine sichere Begründung zurückzuführen sei. Es ist für Albert prinzipiell nicht möglich, für irgendeine Aussage Letztbegründung zu beanspruchen. Alles und jeder ist fallibel. Nichts und niemand ist unfehlbar. Als konsequenter Fallibilist geht Albert folglich davon aus, dass unsere Aussagen über die Welt somit stets als vorläufige Setzungen zu verstehen sind, die allerdings so lange als gültig angesehen werden dürfen, bis eine neue Theorie mit größerer Erklärungskraft, die die Welt also umfassender und genauer beschreiben kann, sowie weniger Widersprüche und größere Kongruenz mit anderen Theorien über die reale Welt aufweist, die Beschreibung der Welt verbessert. In seinem Traktat über kritische Vernunft hat Albert seine berühmte Kritik an jedem Versuch der Letztbegründung in Form des sogenannten Münchhausen-Trilemmas formuliert. Wenn man für alles eine Begründung verlangt, muss man auch für die Erkenntnisse, auf die man jeweils die zu begründende Auffassung zurückgeführt hat, wieder eine Begründung verlangen. Das führt zu einer Situation mit drei Alternativen, die alle drei unakzeptabel erscheinen, also zu einem Trilemma, dass sich angesichts der Analogie, die zwischen unserer Problematik und dem Problem besteht, das der bekannte Lügenbaron einmal zu lösen hatte, das Münchhausen-Trilemma nennen möchte. Man hat hier offenbar nämlich nur die Wahl zwischen
Erstens einem infiniten Regress, der durch die Notwendigkeit gegeben erscheint, in der Suche nach Gründen immer weiter zurückzugehen, der aber praktisch nicht durchzuführen ist und daher keine sichere Grundlage liefert. Zweitens einem logischen Zirkel in der Deduktion, der dadurch entsteht, dass man im Begründungsverfahren auf Aussagen zurückgreift, die vorher schon als begründungsbedürftig aufgetreten waren und der ebenfalls zu keiner sicheren Grundlage führt. Und schließlich drittens einem Abbruch des Verfahrens an einem bestimmten Punkt, der zwar prinzipiell durchführbar erscheint, aber eine willkürliche Suspendierung des Prinzips der zureichenden Begründung involvieren würde. Wenn ausnahmslos jede Behauptung aus weiteren Voraussetzungen abgeleitet und jeder assertorische Satz durch eine weitere Begründung legitimiert werden soll, dann kann der daraus resultierende infinite Regress mittelbarer Evidenz nur gestopft werden, wenn das gesuchte Urprinzip der Philosophie seine eigene Begründung in unmittelbarer und apodiktischer Evidenz selbst bei sich führt. Die von Aristoteles hierfür postulierte unmittelbare Evidenz der noetische Wesensschau der Prinzipien wäre Albert zufolge also eine bloß willkürliche Suspendierung des Prinzips der zureichenden Begründung. In den Worten Nathorps: Dieser Schwierigkeit der letzten Begründung ist, man mag die Probleme herumwenden, so viel man will, auf keine Weise auszuweichen. Will man sich auf die Evidenz berufen, so scheint leider nicht so wenig evident zu sein wie die letzten Prinzipien, da um nicht so viel Streit ist. Will man beweisen, so überzeugten wir uns schon zu Anfang, wie jeder Versuch eines deduktiven Beweises in einem unvermeidlichen Zirkel führt. Ein induktiver Beweis aber würde nicht nur als logisches Verfahren an demselben Fehler kranken, die letzten Prinzipien, die er beweisen möchte, vielmehr voraussetzen zu müssen, sondern er könnte überdies doch nie sicher sein, nicht durch den weiteren Gang der Forschung widerlegt zu werden. Nun machen wir vom 20. Jahrhundert wie einen kleinen Sprung zurück ins zweite nachchristliche Jahrhundert, denn Alberts Münchhausen-Trilemma iteriert lediglich drei der insgesamt fünf agrippinischen Arten der skeptischen Urteilsenthaltung, die Agrippa um die Zeitenwende den insgesamt 10 enisidemischen Tropen entnommen hatte und die bei Sextus Empiricus in dessen Grundriss der pyrrhonischen Skepsis überliefert sind. Aus dem Dissens bezüglich jedweden Standpunktes, dem infiniten Regress bei jedem Beweis, wodurch eine Letztbegründung unmöglich wird, der Relativität, dem Tropus der Hypothese, der den infiniten Regress unrechtmäßig abbricht, indem er ein bloß dogmatisch gesetztes, angeblich unmittelbar evidentes und keines Beweises bedürftiges Prinzip setzt, und dem Zirkelschluss folgt hier, dass der Widerstreit assertorischer Sätze aufgrund der Gleichwertigkeit der Argumente nicht entschieden werden kann. Alberts Münchhausen-Trilemma wiederholt also lediglich 2, 4 und 5. Nicht erst für Hans Albert, sondern bereits für die antiken Skeptiker waren da alle Begründungsprogramme des axiomatischen Denkens gescheitert. Mir hat das Münchhausen-Trilemma aus verschiedenen Gründen nie wirklich eingeleuchtet, denn es ist ja nun keine besonders bahnbrechende Erkenntnis, dass man den Grund allen Begründens selbst und wieder nicht begründen kann, es dieses Prinzip aber geben muss, da sonst überhaupt keine Begründung möglich wäre. Ich lasse in diesem Zusammenhang einmal Fries zu Wort kommen. Der schreibt in seiner neuen oder anthropologischen Kritik der Vernunft von 1807 die folgenden Sätze, Zitat: Die höchste Aufgabe der Wissenschaft ist, alles aus einem höchsten Erklärungsgrund abzuleiten, alles aus einem höchsten Prinzip abzuleiten. Was aber nur Grund und nicht Folge ist, für das kann gar nicht vom Erklären die Rede sein. Für die Prinzipien in der Wissenschaft darf also von keiner Erklärung die Rede sein, weil sie sich selbst genug sind. Es ist nicht Mangel, dass wir die Grundsätze nicht erklären können, sondern es ist ein Zeichen der Vollständigkeit in der Wissenschaft, dass wir bis an selbstständige oberste Erklärungsgründe durchgedrungen sind. Sollten sich also solche reinen Prinzipien finden, deren wir uns nur denkend bewusst werden, so gehören diese einer Erkenntnisweise, die sich nicht wissenschaftlich, nicht unter systematischen Formen entwickeln lässt. Wir werden sie als Glaube kennenlernen. Ob hier Glaube allerdings der angemessene Begriff ist, wage ich zu bezweifeln. Besonders klar formuliert es mal wieder Fichte. In seiner Wissenschaftslehre Nova Methodo lesen wir das folgende: Alles Beweisen geht aus von einem Unbewiesenen. Was heißt Beweisen? Es heißt doch wohl bei dem, der sich einen deutlichen Begriff davon macht, die Wahrheit eines Satzes an einen anderen anknüpfen. Ich leite die Wahrheit eines bekannten Satzes auf einen anderen über. Wenn aber dies Beweisen heißt, so muss es in den Menschen eine Wahrheit geben, welche nicht bewiesen werden kann und die keines Beweises bedarf, von der aber selbst alles andere abgeleitet wird. Sonst gibt es keine Wahrheit und wir werden ins Unendliche getrieben. Auch wenn das Prinzip allen Wissens nicht wissbar, also wissenschaftlich beweisbar ist, muss es dennoch wissbar sein, denn ein wissenschaftlicher Beweis überträgt die für gewiss genommene Wahrheit der Prinzipien
durch vermittelnde Ursachen auf die zu erklärenden Sachverhalte, sodass auch diese gewusst sind. Sind also die ersten nicht wissbar, sind es auch die letzten nicht. Da wir aber überhaupt Wissen haben, müssen auch die Prinzipien wissbar sein, wenn auch auf eine ausgezeichnete Art und Weise. Alternativ in den Worten des Aristoteles. Manche verlangen nun aus Mangel an Bildung, man solle auch dies beweisen. Denn Mangel an Bildung ist es, wenn man nicht weiß, wofür ein Beweis zu suchen ist und wofür nicht. Denn dass es überhaupt für alles einen Beweis gäbe, ist unmöglich, sonst würde ja ein Fortschritt ins Unendliche eintreten und auch so kein Beweis stattfinden. Doch ein widerlegener Beweis für die Unmöglichkeit der Behauptung lässt sich führen, sobald der dagegen Streitende nur überhaupt redet. Wo aber nicht, so wäre es ja lächerlich, gegen den reden zu wollen, der über nichts Rede steht. Gerade insofern er nicht Rede steht. Denn ein solcher ist als solcher einer Pflanze gleich. Warum stürzt er, der Skeptiker, sich nicht gleich früh morgens in einen Brunnen oder in einen Abgrund, wenn es sich eben trifft, sondern nimmt sich offenbar in Acht, indem er also das Hineinstürzen nicht in gleicher Weise für nicht gut und für gut hält. Offenbar also hält er das eine für besser, das andere nicht. Aristoteles ergänzte die direkte Evidenz der Axiome in noetischer Wesensschau durch eine Argumentationsform, die in der westlichen Philosophiegeschichte unter dem Namen der Retorsion bekannt ist. Die Retorsion besteht in dem Nachweis eines performativen Selbstwiderspruchs, der im Falle einer Leugnung sich selbst in absoluter Evidenz begründender Aussagen notwendig eintritt. Da die Retorsion das Argument des Skeptikers auf ihn zurückwendet und somit ein indirekt widerlegener Beweis ist, bezeichnet der 2005 verstorbene ungarische Jesuit und Philosoph Béla Weismar die retorsive Argumentationsfigur auch als, Zitat, argumentative Vermittlung der eigentlich unmittelbar gegebenen Evidenz der betreffenden Aussage. Nochmal in den Worten Höffes, der Opponent des Widerspruchssatzes wird zu einer minimalen epistemischen Leistung aufgefordert und dann darüber belehrt, dass er dabei den Widerspruchssatz schon voraussetzt. Heute würde man vielleicht sagen, als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis und sprachlicher Kommunikation habe der Widerspruchssatz einen transzendentalen Charakter, freilich nur im Sinne eines negativen Kriteriums. Weil er, der Widerspruchssatz, nach Aristoteles sogar für jedes korrekte Bezeichnen zuständig ist, bleibt dem Opponenten nur der Ausweg, überhaupt nichts zu sagen. Dann kann er sich aber nicht als Opponent zu erkennen geben. Jeder Art Logos verschlossen tritt er, wie Aristoteles anschaulich sagt, als Mensch ab und gleicht einer Pflanze. Für ein kohärentes Verständnis der retorsiven Argumentation gilt es Weismar zufolge indes, die zweischichtige Mitteilungsfunktion aller sprachlichen Äußerungen zu berücksichtigen, insofern dem je unterschiedlichen propositionalen Gehalt eines Urteils die stets identische und nicht propositionale Urteilstätigkeit als solche zugrunde liege. Ein performativer Selbstwiderspruch werde genau dann vollzogen, wenn der propositionale Gehalt einer Behauptung die notwendigen Vollzugsbedingungen negiere, die durch den faktischen Vollzug einer Behauptung bereits realisiert sein müssen. Folglich sei jede Aussage notwendig falsch, die, Zitat, entweder die notwendigen Bedingungen ihrer Entstehung oder die notwendigen Bedingungen ihrer möglichen Geltung bzw. beide bestreitet. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings, dass jeder Satz, den man nicht ableugnen kann, ohne durch dessen Negation einen performativen Selbstwiderspruch zu begehen, als durch sich selbst begründet und demnach als notwendig gewiss angesehen werden müsse. Aufgrund der Unmöglichkeit, diese Sätze sinnvollerweise zu bestreiten, ist die Retorsion für ein nicht intuitives Erkenntnisvermögen für Harald Holz daher, Zitat, der einzig mögliche Modus einer Selbst- und Letztbegründung der Philosophie überhaupt. Im Gegensatz zu Holz geht Aristoteles aber offenbar von einem intuitiven Erkenntnisvermögen aus. In der noetischen Wesensschau wird ja der Anspruch erhoben, die apodiktische Geltung der Axiome unmittelbar evidiert zu haben. Jeder, der nur dagegen streitet und diesen Geltungsanspruch leugnet, begeht einen performativen Selbstwiderspruch und kann durch eine retorsive Argumentation widerlegt werden. Diese Doppelstrategie, die auf die direkte Evidenz einer Einsicht und deren indirekt retorsive Vermittlung rekurriert, nutzt auch Béla Weismar, um den Einwand des kritischen Rationalismus zu entkräften, Evidenzgründe auf philosophischen Dogmatismus. Mit dem Hinweis darauf, dass auch die unmittelbare Evidenz, wenn sie von einem Opponenten in Frage gestellt wird, argumentativ vermittelt werden könne, seien alle Missverständnisse, die im Zusammenhang mit der Rede von Evidenz auftauchen und die Erwähnung der Evidenz mit Dogmatismus gleichsetzen, im Grunde beseitigt. Für Aristoteles ist, wie wir gelesen haben, ja bereits das alltägliche Verhalten solcher Skeptiker ein performativer Selbstwiderspruch.
Denn würde beispielsweise das Axiom des Satzes vom Widerspruch nicht gelten, dann könnte er vor allem sagen, es sei zugleich gut und nicht gut, das heißt, alles wäre gleichermaßen gut und nicht gut. Warum aber stürzt er sich dann nicht geradewegs in einen Brunnen, sondern scheint sich vielmehr davon zu hüten, dass ihm so etwas passiert? Offenbar ist er der Meinung, dass ein Sturz in den Brunnen doch nicht zugleich gut und nicht gut ist, dass vielmehr ein Unterschied zwischen beiden Möglichkeiten besteht. Damit erkennt er aber zumindest für einige Auffassungen an, dass sie nicht zugleich wahr und nicht wahr seien. Insofern der Satz vom Widerspruch aber auch für das Handeln elementar ist, ist er in den Worten Höffes, Zitat, Metatheorem sowohl der theoretischen als auch der praktischen Vernunft. Lassen wir abschließend den stummen Ochsen aus Aquino zu Wort kommen, denn der Umstand, dass der Satz vom Widerspruch nicht geleugnet werden kann, ohne dabei einen performativen Selbstwiderspruch zu vollziehen, verbindet das aristotelische Argument strukturell mit dem Beweis der Wahrheit, den Thomas von Aquin in der Summa Theologica führt und mit dem wir dieses Thema hier schließen wollen. Dass es eine Wahrheit gibt, ist selbstverständlich. Denn wer leugnet, dass es eine Wahrheit gibt, räumt damit gerade ein, dass es eine Wahrheit gibt. Wenn es nämlich wirklich keine Wahrheit gibt, dann ist es wenigstens das wahr, dass es keine gibt. Wenn aber auch nur eines wahr ist, muss es Wahrheit geben. Damit kommen wir zur aristotelischen Lehre vom unbewegt Bewegenden und der Geisteinsicht, der Noesis Noesos. Einen unbewegten Beweger findet man bei Aristoteles schlicht nicht, denn der griechische Ausdruck steht im Neutrum. Fernerhin kann schon hier angemerkt werden, dass es davon eine ganze Menge und nicht nur einen gibt, wobei Aristoteles ein unbewegt Bewegendes als das erste Bewegende allen anderen vorordnet. Auch von einem sich selbst denkenden Denken, so die übliche Übersetzung von Noesis Noesos, sollte besser nicht die Rede sein, insofern Denken diskursiv, also von Begriff zu Begriff fortschreitend ist und nichts mit der gemeinten Geisteinsicht zu tun hat, die gerade nicht diskursiv verfasst ist. Dianoia meint also ein diskursives, begriffliches Denken, das sich argumentierend und schlussfolgernd von einem Gedanken zum anderen fortbewegt und dabei immer nur Besonderes denkt. Dagegen meint Nous oder Noesis ein geistiges Sehen, eine intellektuelle Schau, in der ein Ganzes auf einmal präsent ist und in einem einzigen Hinblick erfasst wird, also ohne zeitliche Sukzession und ohne diskursiven Fortgang von einem zum anderen. Diese Unterscheidung von noetischem und dianoetischem Denken schreibt sich Jens Heilfassen zufolge in der Geschichte der Philosophie fort als die Differenz zwischen Intellectus und Ratio, intellektueller Anschauung und diskursivem Denken oder auch Vernunft und Verstand. Insofern wichtige Elemente des 12. Buches der Metaphysik bereits im 8. Buch der Physik auftauchen und die Lehre vom unbewegt Bewegenden Lehren der aristotelischen Naturphilosophie voraussetzt, möchte ich mit einer Beschreibung des geozentrischen und geostatischen Kosmos und seiner Beschaffenheit beginnen, wie Aristoteles ihn in seinen Texten entwirft. Zu erforschen, wie der Kosmos, bei Aristoteles wertfrei verwendet im Sinne von Weltganzen, beschaffen ist und welche Ursachen und Prinzipien die natürliche Welt der Körper und Lebewesen lenken und erklären, ist Aufgabe der Naturphilosophie, insbesondere der Kosmologie, die Aristoteles im kritischen Dialog mit den Lehren des Empedokles, des Demokrit und der Pythagoreer sowie derjenigen Platons, insbesondere mit dessen Timaios, entwickelt. Die ausführlichste Darstellung des Universums findet sich bei Aristoteles in dessen Schrift Über den Himmel, die wiederum durch Bemerkungen aus anderen Schriften, wie der Physikvorlesung, der Meteorologie oder Metaphysik ergänzt und in Einklang gebracht werden können, soweit dies natürlich möglich ist. Aristoteles vertritt in seinen Schriften die Vorstellung, dass alle Himmelskörper die Erde umkreisen, die sich kugelförmig und unbeweglich in der Mitte eines ebenfalls kugelförmigen Kosmos befindet. Bestehend aus konzentrischen Kugelschalen mit dem Mond, der Sonne, den Planeten und schließlich den Fixstern, gilt die Welt bei Aristoteles und das im Gegensatz zur Tradition von Anaximander bis Platon als ungeworden und unvergänglich. Das unentstandene Universum ist räumlich begrenzt, aber zeitlich unbegrenzt. Ein offenbares Problem für spätere christliche Aristoteliker. Außerhalb des Ganzen gibt es Aristoteles zufolge weder Raum noch Zeit. Wie das zu denken sein soll, weiß wohl nur der Meister selbst, es sei denn, auch er wusste es nicht. In der sublunaren, das heißt monddiesseitigen Sphäre, finden sich die sublunaren Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer, die sich ihrer jeweiligen natürlichen Bewegungstendenz entsprechend entweder geradlinig nach oben oder nach unten bewegen. Erdhaltige Körper wie Steine und Wasser, wie Regen, bewegt sich senkrecht nach unten, während die Luft und das Feuer die Tendenz haben, mehr oder weniger geradlinig nach oben zu schweben. Diese Regionen sind zudem mehr oder minder scharf voneinander getrennt. Die supralunale, das heißt
Mond jenseitige Sphäre umfasst wiederum die Gesamtheit der konzentrischen Sphären, an denen die selbst unbeweglichen Gestirne, gemeint sind Sonne, Mond und die Aristoteles bekannten fünf Planeten, befestigt sind. Den Abschluss bildet mit der größten Entfernung von der Erde der Fixsternhimmel, der erste Himmel, wie Aristoteles ihn auch nennt. Er bildet als äußerste Sphäre gewissermaßen den Rand des Kugelkosmos. Dass sich der Himmel aber nun im Kreis und nicht nach unten oder nach oben bewegt, kann diese Region des Kosmos, so schließt Aristoteles messerscharf, nicht aus einem oder mehreren der bereits bekannten vier Elemente zusammengesetzt sein. Er postuliert daher als Elementarstoff des Himmelsgewölbes ein fünftes Element, den Äther. Den Begriff erklärt Aristoteles übrigens etymologisch als immer laufen, während der Äther bei Platon im Kratilos als Allesdreher bezeichnet wird, weil sich der Himmelskörper kontinuierlich und ewig im Kreis bewegt. Der Äther ist daher weder leicht noch schwer, weil Leichtigkeit und Schwere zum Zentrum hin und vom Zentrum wegführen und somit der Bewegung einer Linie zukommen. Im Gegensatz zu den sublunaren Elementen ist der Äther auch keinerlei Prozessen des Werdens und Vergehens oder der qualitativen und quantitativen Veränderung ausgesetzt. Er ist in seiner einfachen und gegensatzlosen Kreisbewegung ohne Entstehen und Vergehen, ohne Zunahme und Abnahme. Er ist ewig. Der Kosmos ist, wie Sie auch sehen können, daher in zwei völlig verschiedene Bereiche unterteilt. Einmal die sublunare Region des Werdens und Vergehens und die supralunare Region der ewigen Kreisbewegung. Ein offensichtliches Problem dieser grotesken Vorstellung ist natürlich der Umstand, dass die Sonne dieser Lehre zufolge nicht aus Feuer, sondern aus Äther besteht. Aristoteles hat aber natürlich auch dafür eine Lösung parat. Die Hitze der Sonne im sublunaren Bereich entsteht natürlich durch die Reibung des Sonnenkörpers an der obersten Feuersphäre. Wir müssen uns hier nicht alle kosmologischen Irrtümer und leider wirkungsgeschichtlich extrem einflussreichen Absurditäten vergegenwärtigen, die Aristoteles so überzeugt von sich gibt. Die Vorstellung eines Ätherstoffes ist beispielsweise erst 1887 endgültig widerlegt worden. Die Frage ist nun, wodurch wird die äußerste Himmelssphäre des ersten Himmels, der Fixsternsphäre, bewegt? Der Fundamentalsatz aristotelischer Dynamik, so Christian Wildberg in seiner Darstellung der aristotelischen Kosmologie, besteht ja in der Annahme, dass jede Bewegung ein Bewegendes voraussetzt, das in jedem Moment der Bewegung diese unmittelbar hervorbringt und für sie verantwortlich ist. Alles, was sich bewegt, wird von einem Bewegenden bewegt. Um einen unendlichen Regress zu vermeiden, muss die Bewegung im Kosmos letztlich von etwas ausgehen, was selbst unbewegt ist. Daher schließt Aristoteles, dass es ein unbewegt Bewegendes geben muss, das für die Bewegung im Universum verantwortlich ist. Tatsächlich geht er sogar von einem ganzen Haufen unbewegt Bewegenden aus. Wieso denn nun das schon wieder? Die Lehre der insgesamt 56 unbewegt Bewegenden geht wohl auf Kallippos und vor allem Eudoxos von Knidos zurück, der mit Platon befreundet und einer der bedeutendsten Mathematiker und Astronomen seiner Zeit war. Aristoteles schließt an ihre Modelle an und kommt auf 55, um unterschiedliche Achsen rotierende Sphären. Dem liegt in den Worten Klaus Oehlers der genuin aristotelische Anspruch zugrunde, Zitat, die unsichtbare Ordnung der überkosmischen Transzendenz an der sichtbaren Ordnung des Kosmos fachwissenschaftlich exakt aufzuweisen, am phänomenal gegebenen transparent zu machen. Die Bewegungen der Planetensphären sind aber nun nicht gleich, zum Teil sogar gegenläufig und gegenüber der Fixsternsphäre unregelmäßig. Die Verschiedenartigkeit der Gestirnbewegung sind Aristoteles zufolge nun nicht durch das erste Bewegen der Fixsternsphäre zu erklären. Aristoteles geht dabei von dem Grundsatz aus, dass jede einfache Bewegung auch durch jeweils ein Bewegendes verursacht ist. Wie also der den Kosmos begrenzende Fixsternhimmel auf ein erstes unbewegt Bewegendes verweist, so die Planeten auf die zu ihnen gehörenden Bewegenden. Er schreibt, Zitat, da wir ferner außer der einfachen Bewegung des Ganzen, welche nach unserer Behauptung von dem ersten und unbewegten Wesen ausgeht, noch andere ewige Bewegungen sehen, die der Planeten nämlich, so muss auch jede dieser Bewegungen von einem an sich unbeweglichen und ewigen Wesen ausgehen. So ergeben sich als Anzahl der gesamten Sphären 55. Wer diese abstruse Lehre in allen ihren Ungereimtheiten einmal nachvollziehen will, der greife zu Klaus Brinkmanns Buch Aristoteles Allgemeine und spezielle Metaphysik von 1979, in dem er alle Absurditäten dieser Vorstellung diskutiert. Wir machen an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurück und klären einige der Voraussetzungen der aristotelischen Lehre vom unbewegt Bewegenden, um den Argumentationsgang des Aristoteles dann im Einzelnen rekonstruieren und nachvollziehen zu können. Der wichtigste Text für die aristotelische Lehre vom unbewegt Bewegenden ist das achte Buch der Physik.
Dort entwickelt Aristoteles ausgehend vom Begriff der Bewegung bzw. Veränderung einen Beweis für die Notwendigkeit der Annahme eines ersten unbewegt Bewegenden. Wenden wir uns also in einem ersten Schritt der aristotelischen Lehre der Bewegung bzw. Veränderung und den damit zusammenhängenden Begriffen zu. Die von Aristoteles für Veränderung und Bewegung verwendeten Begriffe sind Metabole und Kinesis, die er in den meisten Kontexten jedoch austauschbar verwendet. Nur die Usia genannten Substanzen bzw. Wesenheiten können selbstständig für sich existieren. Bewegung ist hingegen keine Usia neben anderen Dingen, sondern setzt immer eine entsprechende Usia als zugrunde liegendes voraus, dem als Prädikat die Bestimmung der Bewegung zugesprochen werden kann. Bewegung ist immer Bewegung von oder an Dingen. Alles, was sich verändert, geht fernerhin von einem Zustand der Möglichkeit im Hinblick auf das, wozu es möglich ist, in einen Zustand der Wirklichkeit über. Es handelt sich dabei um zwei weitere zentrale Begriffe, nämlich die Begriffe der Potentialität, Dynamis und Aktualität, Energeia. Aus dieser weiten Bestimmung der Bewegung wird bereits deutlich, dass Bewegung bei Aristoteles nicht nur die Veränderung des Ortes meint, sondern jede Form von Veränderung als Bewegung bezeichnet wird. Es lassen sich insgesamt vier Klassen von Bewegung unterscheiden, insofern Aristoteles Bewegung nur innerhalb von vier Kategorien anerkennt, nämlich des Ortes, der Quantität, der Qualität sowie der Substanz. Aristoteles unterscheidet also erstens Ortsbewegung, zweitens quantitative Veränderung, etwas wird kleiner oder größer, drittens qualitative Veränderung, etwas wird heiß oder kalt, jemand wird gesund oder krank, sowie viertens Wesensveränderung, womit das Entstehen und Vergehen von Dingen gemeint ist. In der Physik beschreibt Aristoteles zudem die allgemeinen Strukturmerkmale, die bei jeder Veränderung unterschieden werden können. Es muss bei jeder Veränderung etwas geben, woraus das sich Verändernde wird, etwas, wozu das sich Verändernde wird und natürlich auch etwas, das der Veränderung zugrunde liegt und numerisch identisch bleibt. Veränderung wird also allgemein durch das Woraus, das Wozu und durch das Zugrunde liegende erklärt. So kann sich beispielsweise ein nüchterner Mensch ordentlich herlassen und grob betrunken werden. Um zu verstehen, wie Aristoteles das Entstehen und Vergehen genau denkt, muss kurz etwas zu seinem sogenannten Hylomorphismus bzw. seiner Unterscheidung von Materie und Form gesagt werden. Beim Entstehen und Vergehen ist Aristoteles zufolge die Materie das zugrunde liegende. Die Materie ist das, was schon vor der Entstehung eines einzelnen Gegenstandes vorhanden war und was auch beim Vergehen eines Gegenstandes für eine gewisse Zeit erhalten bleibt. Was hier neu hinzukommt, ist die substanziale Form. Die Form ist derjenige Aspekt, der einer Sache ihre Identitätskriterien verleiht und sie zu etwas Bestimmtem macht. Es gibt für Aristoteles also kein Entstehen aus Nichtseiendem und beim Entstehen und Vergehen haben wir es auch nicht mit Veränderungen an einem bereits existierenden Gegenstand zu tun. Wenn aus einem Stück Erz eine Statue geformt wird, spricht Aristoteles von einem Entstehen. In der Physik führt Aristoteles nun auch die sogenannte Vier-Ursachen-Lehre ein, wobei relativ schnell deutlich werden dürfte, dass Aristoteles Begriff der Ursache nicht unbedingt unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch entspricht. Um eine Sache erklären zu können, und das ist ja nun wesentlich das, worum es bei Wissen und Wissenschaft Aristoteles zufolge geht, bedarf es erstens der Erkenntnis dessen, woraus etwas wird, zweitens der Erkenntnis der Gestalt oder Form, drittens der Erkenntnis des Ursprungs der Veränderung bzw. Bewegung, und viertens der Erkenntnis des Worumwillens der Veränderung, des Ziels oder des Zwecks. Diese Liste ist Aristoteles zufolge vollständig und sie muss es auch sein, weil wir sonst nur unvollständige Erklärungen geben könnten und somit kein wirkliches Wissen von den Naturvorgängen besäßen. Das Material ist die Materialursache, causa materialis. Aristoteles schreibt, auf die eine Weise nennt man das Ursache, woraus wie aus einem darin befindlichen Bestandteil etwas entsteht, wie zum Beispiel das Erz Ursache für die Statue und das Silber für die Schale ist. Die Form ist die Formursache, causa formalis. Sie erklärt, warum aus einem Stück Holz ein Schrank und kein Bett wird. Aristoteles schreibt daher, dass die Form und das Muster eine Ursache sei, insofern diese angeben, worin das Sein einer Sache besteht. Der Ursprung der Veränderung bzw. Bewegung ist die Wirkursache, causa efficiens. Aristoteles schreibt, außerdem ist das, woher der erste Anlass für Bewegung und Ruhe kommt, eine Ursache, so wie der Ratgeber etwas verursacht und wie der Vater das Kind verursacht und wie überhaupt das Bewirkende das Bewirkte und das Verändernde das Veränderte verursacht. Das Worumwillen der Veränderung ist die Ziel-, Zweck- bzw. Finalursache, causa finalis. Aristoteles schreibt, Zitat, ferner spricht man von Ursache wie von einem Ziel, Telos, das heißt von einem Worumwillen, wie zum Beispiel für das Spazierengehen die Gesundheit,
Warum geht er denn spazieren? Wir antworten, um gesund zu sein, und indem wir das sagen, meinen wir die Ursache anzugeben. Das Ganze lässt sich relativ leicht am vorliegenden Standardbeispiel erklären. Der unbehauene Stein ist die Materialursache. Die Idee der vollendeten Statue im Geist des Bildhauers ist die Formursache. Der Bildhauer ist die Wirkursache und die Anbetung der fertigen Statue im Tempel die Finalursache. Im Aristoteles-Sprech von Potentialität, Dynamis und Aktualität, Energeia, kann man fernerhin sagen, dass der unbehauene Stein im Modus der Potentialität oder Möglichkeit die fertige Statue in sich trägt, welche aber erst im Modus der Aktualität oder Wirklichkeit als solche durch die Form realisiert ist. Vor diesem Hintergrund sollten wir nun das aristotelische Argument für ein erstes unbewegt Bewegendes nachvollziehen können. Der erste Schritt, den wir bereits hatten, lautet: Bewegung fordert Substanz. Aristoteles zufolge können nur die Substanzen bzw. Wesenheiten selbstständig für sich existieren. Bewegung ist aber keine Usia und setzt daher immer eine entsprechende Usia als zugrunde liegendes voraus, dem als Prädikat die Bestimmung der Bewegung zugesprochen werden kann. Nun muss die ewige kreisförmige Bewegung eine ebenso ewige Substanz als zugrunde liegendes voraussetzen, und das ist bei Aristoteles die Fixsternsphäre. Wieso überhaupt ewige Bewegung? Bewegung muss nach Aristoteles ewig sein, weil sonst Zeit nicht verstanden werden könnte. Ohne Veränderung könnte es keine Zeit geben, denn wenn wir keinerlei Veränderung bemerken oder keine Veränderung in unserem Denken durchlaufen, dann scheint es uns, als sei gar keine Zeit vergangen. Die Zeit ist aber auch nicht identisch mit der Veränderung, denn Zeit ist überall und Aristoteles zufolge keines schneller oder langsamer fähig, während sich Veränderung hingegen immer nur an einem bestimmten Ding abspielt und diese Veränderung langsamer oder schneller stattfinden kann. Aristoteles schließt daher, dass Zeit weder ohne Veränderung noch mit Veränderung identisch ist, sondern etwas an der Veränderung Bewegung. Wäre die Bewegung endlich, dann wäre folglich nach Aristoteles auch die Zeit endlich. Die Endlichkeit von Zeit zu behaupten, hieße jedoch, ein Vor und Nach außerhalb der Zeit denken zu müssen, und dies sei ein Widerspruch, denn Vor und Nach seien nur in der Zeit. Deshalb müssten Zeit und Bewegung ewig sein. Die ewige Kreisbewegung kann nach Aristoteles nun aber nicht selbst verursacht sein, sondern muss eine Ursache haben, weil Aristoteles es als erwiesen voraussetzt, dass alles, was sich in Bewegung befindet, von etwas bewegt wird. Fernerhin hat alles, was sich selbst bewegt, eine Größe, denn es kann in einem bewegten und einem bewegenden Teil unterschieden werden. Hat es jedoch eine Größe, so ist diese Aristoteles zufolge notwendig endlich. Aber alles, was von endlicher Größe ist, kann keine immerwährende Bewegung verursachen. In der Reihe der Ursachen kann man nun nicht ins Unendliche fortschreiten. Aristoteles lehnt den infiniten Re bzw. Progress als undenkbar ab. Die Kreisbewegung der Fixsternsphäre ist nach Aristoteles die erste Wirkung. Ihre Ursache muss die erste Ursache und als Ursache aller Bewegung selbst unbewegt sein. Das unbewegt Bewegende muss der Wirklichkeit nachtätig sein, da ein nur dem Vermögen nachtätiges auch nicht tätig sein könnte. Die ewige Bewegung setzt aber eine ebenso ewige Tätigkeit voraus. Aufgrund seiner reinen Aktualität kann das unbewegt Bewegende nach Aristoteles nun weder Materie noch Materiebezug haben, weil Materie Potentialität und Veränderung impliziert. Dabei ist anzumerken, dass Materielosigkeit kein Implikat der Unvergänglichkeit ist, denn auch die Fixsternsphäre ist ja unvergänglich. Materielosigkeit ist auch kein Implikat der Unbewegtheit, denn mathematische Gegenstände sind zwar unbewegt, besitzen nach Aristoteles aber eine intelligible Materie. Das unbewegt Bewegende wird nach Aristoteles nun nicht kausal-mechanisch als causa efficiens, sondern als causa finalis. Es ist als das Begehrte, Gedachte und Geliebte, der Ziel und Zweckgrund alles Seinen, als Telos und Finalursache, wird es zum Bewegungsprinzip des gesamten Kosmos. Ohne selbst in Bewegung zu sein, löst das Objekt des Strebens Bewegung derer aus, die es erstreben. Das ursprünglich kausal-kosmologische Argument kippt bei Aristoteles also letztlich in eine teleologisch-kosmologische Konzeption. Die letzte Ursache muss so transzendent gedacht werden, dass sie nicht mehr Ursache sein kann, also muss die Gottheit nur als Causa Finalis gedacht werden. Aber wieso sollte die Gottheit für die Fixsternsphäre etwas Begehrtes sein und wieso sollte sich dieses Begehren in einer Kreisbewegung äußern? Das weiß wohl wieder nur der Meister selbst, es sei denn, auch er wusste es nicht. Er sagt immerhin, dass man Himmelskörper wie Lebewesen betrachten müsse, die nach einem Ziel streben. Ah ja. Es kommt nun noch ein gänzlich neues Moment hinzu, wenn Aristoteles das erste unbewegt Bewegende als göttlichen Nous, als göttlichen Geist beschreibt. Einleitend nochmal die Unterscheidung zwischen Dianoia und Noesis. Dianoia meint ein diskursives, begriffliches Denken, das sich argumentierend und schlussfolgernd von einem Gedanken zum anderen fortbewegt,
und dabei immer nur Besonderes denkt. Dagegen meint Nous oder Noesis ein geistiges Sehen, eine intellektuelle Schau, in der ein Ganzes auf einmal präsent ist und in einem einzigen Hinblick erfasst wird, also ohne zeitliche Sukzession und ohne diskursiven Fortgang von einem zum anderen. Fangen wir damit an, dass Aristoteles das höchste Glück des Menschen als Betätigung des theoretischen Geistvermögens bestimmt. Das unbewegt Bewegende verwirklicht in Ewigkeit diese göttliche Lebensform, die dem Menschen allenfalls für kurze Augenblicke vergönnt ist, weil er im Gegensatz zu der von aller Materie getrennten Wirklichkeit Gottes verkörpert ist. Das heißt, er hat anders als Gott zugleich äußere Wahrnehmung und muss sich ernähren. Deshalb wird der Mensch immer wieder irritiert und in die körperliche Existenz zurückgezogen. Dennoch, so Thomas Buchheim, ist der Nous, Zitat, nicht unser Eigentum, sondern eine geliehene göttliche Wirklichkeit in uns. Das beste und ewige Leben, wie Aristoteles sich ausdrückt, und damit das höchste Telos des Menschen, ist folglich die reine Selbsterkenntnis und totale Geisteinsicht der Geisteinsicht Gottes. Die Gottheit übt diese höchste Tätigkeit, also die reine Geisteinsicht, aus, denn sonst wäre sie Aristoteles zufolge unwürdig wie ein Schlafender. Das Objekt dieser Geisteinsicht muss nun das göttlichste und würdigste Selbst sein, und das ist natürlich die Geisteinsicht bzw. die Gottheit selbst. Nur in diesem Actus Purus kann die Gottheit Aristoteles zufolge in reiner Tätigkeit und unveränderlich sein, weil sie von nichts anderem abhängt. Eine entscheidende Stelle in der aristotelischen Metaphysik lautet wie folgt: Die Geisteinsicht an sich ist jedoch in Bezug auf das Beste an sich und die Höchste auf das Höchste. Sich selbst nämlich sieht der Geist durch das Erfassen des geistig Einsehbaren ein. Denn einsehbar wird er, es berührend und geistig einsehend, sodass der Geist und das geistig Einsehbare dasselbe sind. Der Geist ist nämlich das Empfangene von geistig Einsehbarem und sein Wesen, Wirkendes, während es jenes hat. Insofern hat jenes noch mehr an Göttlichkeit, als was der Geist daran zu haben scheint, und die Schau ist das Angenehmste und Beste. In dem pseudo-aristotelischen Magna Moralia findet sich bereits der Einwand, dass es sich hierbei doch um eine gegenstandslose Transzendenz handle, in der kein Erkenntnisobjekt mehr erkannt werde und folglich auch kein inhaltliches Wissen mehr gewonnen werde. Schon bei den Menschen gelte das als stupide, für Gott sei es natürlich völlig unstatthaft. Es gibt nämlich auch ein Argument über die Gottheit, das folgendermaßen verläuft. Nachdem, so lautet es, Gott alle Güter hat und sich selbst genügt, womit wird er sich beschäftigen? Er wird doch nicht schlafen. Antwort: Er wird in geistiger Schau einen Gegenstand betrachten, denn dies ist die schönste und angemessenste Beschäftigung. Welchen Gegenstand nun wird er betrachten? Betrachtet er nämlich etwas, was nicht er selbst ist, so würde er etwas betrachten, was wertvoller ist als er selbst. Dies aber ist absurd, dass etwas wertvoller sein soll als Gott. Also wird er sich selbst betrachten. Allein das ist absurd, denn auch der Mensch, der Eitle, sich selbst beschaut, wir schelten ihn als stupide. Also schließt das Argument, auch für Gott wäre es absurd, wenn er sich selbst betrachtete. Die Noesis Noesos bzw. die Geisteinsicht der Geisteinsicht, die Aristoteles dem göttlichen Geist zuschreibt, muss fernerhin vor dem Hintergrund der Problemanzeige Platons gelesen werden. Platon bleibt im Charmides bekanntlich unentschieden, ob es eine Erkenntnis der Erkenntnis geben könne, da doch jede Erkenntnis ein von ihr unterschiedenes und bestimmtes Objekt wahrnehme. Sextus Empiricus wies die Vorstellung adäquater Selbsterkenntnis in seiner Schrift Adversus Mathematicus hingegen als aporetisch zurück. Plotin formuliert das Problem folgendermaßen, Zitat, sieht er dann mit einem Teil seiner Selbst einen anderen Teil seiner Selbst? Aber auf diese Weise wäre das eine das Sehende, das andere das Gesehene. Das wäre aber gerade nicht selbst sich selbst sehen. Christoph Horn hat darauf hingewiesen, dass die überwiegende Mehrheit der Interpreten Plotins Lösung in einer Vieleinheit sehen. So verstanden denkt der Intellekt sich selbst, indem er als Ganzer und die einzelnen Denkobjekte, die ihm als Teile enthalten sind und ihn ausmachen, in Form einer wechselseitigen oder besser allseitigen Korrelation aufeinander bezogen sind. Diese Lösung scheint allerdings sachlich wenig befriedigend zu sein und löst die Einwände des Sextus nicht. Klaus Krämer unterscheidet von dieser noetischen Phase der Selbsterkenntnis, in der sich der Nous als Einheit der drei Momente Subjekt, Akt und Objekt erkennt, eine pronoetische Phase, in welcher der Nous noch nicht als sich selbst erkennender Geist tätig ist. Auf diese pronoetische Phase des Nous und eine zweite Form der Selbsterkenntnis, die ein nicht-relationales Selbstbewusstsein intuiert, das nicht als Resultat der Identifikation von Teilmomenten aufgefasst werden kann, weist auch Horn hin. Er schreibt, sich selbst denken sei bei Plotin zu verstehen als eine Selbsterfassung vor der Selbstaufteilung des Nous.
Sollte man diesen Hinweis ernst nehmen können, so würden sich bei Plotin Umrisse einer Theorie eines unmittelbaren Selbstbewusstseins zumindest andeuten. Eine pronoetische Phase des Nus als Form eines unmittelbaren und einheitlichen Selbstbewusstseins sei daher, Zitat, problemlos einer Zuschreibung an das eine fähig. Horn verweist dabei auf Enneade 542, in der Plotin schreibt, dass das eine, Zitat, keineswegs ohne Bewusstsein sei. Vielmehr bilde es selbst das Denken seiner selbst, vergleichbar einem Bewusstsein, welches in einem ewigen Stillstand begriffen ist und sich darin anders als das Denken des Intellekts verhält. Anachronistisch übertragen auf Aristoteles lässt sich mit diesem Problembewusstsein fragen, handelt es sich bei der aristotelischen Geisteinsicht der Geisteinsicht auch um eine Vieleinheit der drei Momente Subjekt, Akt und Objekt? Oder deutet sich bei Aristoteles ebenfalls eine Theorie des relationslosen Geistes als Absolutum an? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns glücklicherweise nicht mit der aristotelischen Seelen- oder Geistlehre beschäftigen, bei der es sich um eines der unerfreulichsten Unterfangen der Aristoteles-Exegese handelt, da die entsprechenden Passagen zum Nous Pathetikos und Nous Poetikos zu den dunkelsten und unverständlichsten gehören. Worum es mir an dieser Stelle geht, hat Sturm prägnant auf den Punkt gebracht und als aristotelisches Geist- oder Urprinzip-Dilemma bezeichnet. Er schreibt, der neuplatonistische Aristoteles-Kommentator Simplikios spricht in einer als Aristoteles-Fragment anerkannten Bemerkung zwar mit einer gewissen Unentschiedenheit und Vorsicht aus, auch Aristoteles erkenne etwas über dem Geist an, wenn er sagt, dass Gott entweder Geist oder etwas jenseits des Geistes ist, doch war der Mangel an Trennschärfe zwischen einem durch Bezüglichkeit bzw. Selbstbezüglichkeit gekennzeichneten geistigen Für-sich-Prinzip und einem bloßen An-sich-Prinzip, das aller Bedingtheit, auch des durch sich selbst Bedingtseins enthoben ist, der hier benutzt wird, die aristotelische Geistmetaphysik mit Blick auf die platonische Transzendenzmetaphysik auszulegen, schon für Plotinos und später für viele nachfolgende Platoniker, heidnisch wie christlich, Anlass zu der dezidierten Kritik, dass an die Stelle des höchsten Prinzips der Geistwirklichkeit, der Einshypostase, im Peripathos die diesem untergeordnete Hauptgröße, die neuplatonisch sogenannte Geisthypostase, getreten war. Sturm zitiert dann Plotin, der schreibt, Aristoteles nennt das Erste später zwar absolut abtrennbar und intelligibel geistig, indem er jedoch sagt, er selbst sehe sich selbst geistig ein, macht er es hingegen zum Nicht-Ersten. Bleiben wir noch etwas bei der schlagenden Kritik Plotins an Aristoteles stehen. Jens Halfasten hat in seiner Studie über den Aufstieg zum einen dankenswerterweise die plotinische Kritik an der aristotelischen Metaphysik auf 6 Punkte gebracht. Erstens, Aristoteles setzt das Erste zu Recht als transzendent und intelligibel an. Indem er ihm aber das Denken seiner selbst und die Zweiheit des Selbstbezugs zuschreibt, fällt er hinter den bei Platon schon erreichten denkjenseitigen Ursprung zurück und macht das Prinzip selber zu einem Abgeleiteten. Aristoteles also nur bis zum Geist vorgedrungen. Zweitens, Aristoteles hält aber nicht einmal an der Einheit des transzendenten Geistes fest, sondern nimmt eine Vielzahl geistiger Wesen neben dem ersten Geist an, deren Anzahl er nach der Zahl der Gestirnsphären 55 bestimmt, deren Beweger sie sind. Drittens, damit aber macht Aristoteles die Physik zum Prinzip der Theologie. Der Physik, hier der Himmelsmechanik, kommt aber wissenschaftstheoretisch bloß Wahrscheinlichkeitscharakter zu, aber keine zwingende Vernunftnotwendigkeit, wie sie Platons Ableitung der streng hierarchisch geordneten und arithmologisch strukturierten Ideenwelt aus den Prinzipien für sich in Anspruch nahm. Plotin bezweifelt aber selbst die kosmologische Plausibilität der aristotelischen Himmelslehre. Nimmt man nämlich an, dass alle Sphären zusammen ein einheitliches System bilden, in dem ihnen die Bewegung von der äußersten, der Fixsternsphäre, mitgeteilt wird, so ist die Vielzahl der Gestirnsbeweger überflüssig. Viertens, unklar bleibt bei Aristoteles auch das Verhältnis der unbewegten Beweger untereinander, insbesondere ob sie auf den ersten und obersten zurückzuführen sind oder ob sie eine Pluralität unableitbarer Prinzipien darstellen. Im ersten Fall, der von Aristoteles her der näherliegende ist, ergäbe sich eine intelligible Hierarchie der Beweger, in der der Erste und Höchste alle anderen diese Denken umfasst. Diese aber wäre eine dem platonischen Analoga Kosmos Noetos und ferner wäre der göttliche Denkakt dann nicht mehr, wie es bei Aristoteles den Einschein haben kann, leer und objektlos nur auf sich selbst bezogen, sondern auf Inhalte im Seinsrang von Ideen. Fünftens, wenn dagegen jeder einzelne Beweger als Prinzip unableitbar ist, so sind diese Prinzipien in ihrer irreduziblen Pluralität selber grundlos und zufällig.
wie bei aus dem durch keine übergeordnete Einheit koordinierten, also willkürlich zufälligen Zusammentreffen voneinander unabhängiger Prinzipien, die strukturelle Einheit der Welt, die der griechische Kosmosbegriff ausdrückt, entspringen kann, bleibt dann unverständlich. Damit aber ist auch das Postulat der Übereinstimmung der Anzahl der Himmelssphären und der Anzahl der transzendenten Beweger unbegründet, das doch erst die Annahme mehrerer Prinzipien veranlasst hatte. Sechstens. Zuletzt ist angesichts der aristotelischen Zurückfalsung der akademischen Prinzipienlehre unbegreiflich, wie eine Vielheit voneinander real verschiedener unkörperlicher Wesen ohne ein sie trennendes Materialprinzip überhaupt möglich sein soll. Dazu nochmal der zu früh verstorbene Meister selbst. Plotins Kritik an Aristoteles richtet sich also keineswegs gegen die Konzeption eines transzendenten, sich selbst denkenden Geistes als solche, sondern speziell gegen diejenigen Momente an ihr, die sich ihrer Einordnung in ein platonisches System widersetzen, nämlich erstens gegen die Gleichsetzung des Geistes mit dem Absoluten, die dessen absolute Transzendenz leugnet, zweitens gegen die Annahme einer Vielzahl geistiger Prinzipien, deren Verhältnis untereinander ungeklärt und deren Möglichkeit beim Fehlen eines Materialprinzips fraglich bleibt, und damit indirekt drittens gegen die aristotelische Kritik an der platonischen Ideen- und Prinzipienlehre mit ihrer Ableitung der Ideen- und Idealzahlen aus den letzten Prinzipien. Viertens gegen die Entleerung des göttlichen Denkakts durch den Verzicht auf die Ideenlehre und allgemein fünftens gegen die empirisch-physikalische Grundlage, Bewegungs- und Himmelslehre der aristotelischen Theologie, die kontingente Sachverhalte zu Konstitutiva der Metaphysik macht und so deren Wissenschaftscharakter im strengen platonischen Sinn gefährdet. Es gibt einige Grundsatzentscheidungen, die man in seinem Leben irgendwann einmal bestenfalls begründet fällen muss. Pepsi oder Cola, Apple oder Microsoft, McDonald's oder Burger King, Judas Priest oder Iron Maiden, Platon oder Aristoteles, Fichte oder Hegel, Henologie oder Noologie. Ich denke, es kommt wenig überraschend, wenn ich mich hier zur platonischen Henologie und negativen Theologie bekenne, denn das absolut Erste kann nicht Geist sein. Denn der Wesensakt des Geistes, die Hinwendung auf sich selbst im Denken oder Einsehen seiner selbst, ist ja in eins die Hinwendung zu seinem Ursprung, dem einen Selbst, das in allem Denken immer schon vorausgesetzt wird, weil es die Einheit in der Erzweihung des Denkens überhaupt erst ermöglicht. Das können wir mit Heilfassen, der Hegel und dem spätantiken Neuplatonismus 2005 eine eigene Monographie gewidmet hat, auch auf Hegel übertragen, denn die von Hegel als Grundbedeutung des Absoluten und als Maßstab für einen angemessenen Begriff des Absoluten vorausgesetzte wahrhafte Unendlichkeit ist im platonischen und plotinischen Grundbegriff des Absoluten, dem absolut Transzendenten ein, inkongruent. Denn das eine selbst hat gerade keinen Totalitätscharakter, sondern ist jenseits von allem. Darum kann es auch nicht mit seinen Prinzipiaten in die gemeinsame Sphäre einer Beide, das absolute Selbst und seine Prinziate, umfassende Totalität gefasst werden, die erst das wahrhaft Absolute wäre. Vermöge seiner absoluten Transzendenz entzieht sich das eine selbst jedem solchen Totalitätskonzept. Heilfassen schreibt, Zitat, Hegels Aufweis der Endlichkeit oder besser der Einseitigkeit des Absoluten der negativen Theologie, bei dem nur angekommen wird und das somit nicht allumfassend sein kann, gibt darum die reine Transzendenz des Absoluten, um die es jedenfalls der negativen Theologie des altakademischen und wie des neuplatonischen Platonismus wesentlich zu tun ist, von vornherein im Ansatz preis. Ich lasse nun noch Heilfassen das letzte Wort dieser Vorlesung. Gerade dieser Gedanke einer absoluten Transzendenz findet sich aber ebenfalls im spekulativen deutschen Idealismus. Nicht zwar bei Hegel, wohl aber in der späten Wissenschaftslehre Fichtes und in der Philosophie der späten Schelling. Schelling insistiert in kritischer Wendung gegen Hegel darauf, dass das Denken der Vernunft in all seiner spekulativen Vermittlung und Selbstvermittlung seine eigene Existenz stets schon voraussetzen muss und sich genau darum nicht in einem absoluten Sinne selbst begründen kann. In der unvordenklichen Faktizität seiner eigenen Existenz muss das Denken sich vielmehr als von einem absoluten Urgrund auf unbegreifliche Weise ins Sein gesetzt nehmen. Von einem Urgrund, über den es nicht mehr begreifend verfügt, sondern der ihm in absoluter Transzendenz schlechthin entzogen ist. Diesen transzendenten Grund der Subjektivität denkt Schelling unter Berufung auf die platonische Tradition als das Überseine eine. Der späte Fichte und der späte Schelling restituieren damit gegen Hegels Ineinsetzung des Einheitsgrundes mit dem Geist Plotins Fundierung des Geistes im Transzendenten ein.